Herzlich willkommen zu unserem letzten Meetup im Jahr, im Dezember. Ich habe mir mal wieder rausgenommen, den Friedrich einzuladen. Und zwar zum Thema, der wird über zwei seiner Module sprechen, Active Directory Management Framework, kurz ADMF, und ja, über das sehr bekannte PS Framework. Wird er ein paar Sachen erzählen, also Active Directory Management Framework kurz zusammenfassen, was es denn genau ist, was es denn für ein Use Case, was es denn zu was es denn implementiert wird, was es denn genau macht. Und im PS Framework so zwei, drei neue Features vorstellen, wie ihr mir entsprechend schon, wie ihr schon im Meetup entsprechend entnehmen könnt. Ja, dann kurz zu meiner Person. Konstantin Hager, mein Name. Ihr könnt es, wie gesagt, auf Twitter, LinkedIn und entsprechend mit mir in Kontakt treten. Oder auch per Meetup-Message gern. Session wird recorded. Ich bin gerade dabei, oder es wird vor Weihnachten noch passieren, dass ich die Sessions von diesem Jahr noch vervollständige, plus die zwei, die wir im November und Dezember gehabt haben, werden wahrscheinlich dann im Januar kommen, sodass wir dann das Jahr voll haben. Genau. Ich werde den Chat entsprechend, wenn es Fragen gibt, entsprechend monitoren. Kann sich ja auch jeder wieder entmuten, wenn es irgendwie Fragen gibt. Und ja, dann würde ich sagen, wir haben einen Speaker, Fred Weinmann oder Friedrich Weinmann von der Microsoft hier. Stell dich doch nochmal kurz vor, Fred, für die Aufnahme, und dann kannst du auch schon loslegen. Danke dir. Ja, Friedrich Weinmann, PowerShell alias Fred in meisten Fällen, bekannt für mein Fable, für mein Spielzeug anzugeben, meinen majestätischen und unbetroffenen Bart. Und die Schwierigkeit, mich zum Schweigen bringen, sobald man mal gestartet hat. Also ich hoffe, ihr seid vorbereitet, hab Ausdauer eingepackt. Und ja, ich bin bei Microsoft da seit ein paar Jahren tätig. Früher hieß die Rolle Premier Field Engineer oder PFE. Mittlerweile Microsoft nimmt Dinge nun mal gelegentlich um. Momentan heißt die Rolle Cloud Solution Architect, aber am Ende vom Tag mache ich immer noch dasselbe. Ich helfe Kunden rund um Automatisierung und Sicherheit. Und da kommen wir dann doch gleich schon mal den Übergang zum ersten Thema. Und da greife ich mir mal das Screensharing. Ja, mach das gerne. Jo, und zwar zum Active Directory Management Framework. So, PowerPoint, du darfst, wunderbar. Jo, ein paar Stellen, wo man nicht findet. Mein GitHub ist eine Fundgrube mehr oder weniger gut dokumentierter Gehirnfurze. In der Regel etwas größere Gesamtcodemasse. Habt Spaß, wer da rein will. Es gibt im Wesentlichen zwei große Projekte von mir, die eine dedizierte Webseite jeweils haben. Und oh Wunder, heute unterhalten wir uns über beide. Hier unten habt ihr dann die schnellen Links zum Nachschlagen. Das meiste, was wir heute sehen werden, ist ordentlich dokumentiert, dort mit Beispielen und zum in Ruhe nachschlagen und selber ausprobieren. Bevor wir da jetzt reinspringen, eine Sache vorneweg. Das Ganze ist jetzt nicht als ein sturer Frontalvortrag vorgesehen. Jede Frage, egal was kommt, einfach in Newton loslegen. Dafür sind wir da für den Austausch. Ja, ansonsten können wir sich auch gleich eine Aufzeichnung anschauen. Von daher, jederzeit, überall, einfach reingrätschen, einfach so. So, Active Directory Management Framework. Das ist jetzt schon ziemlich lange eine Wortkette. Was macht das Projekt eigentlich? Welches Problem wollen wir lösen? Wo gehen wir hin? Und das Ganze fange ich ganz gerne damit mal an, wenn ich zuerst mal abgrenze, was ist denn eigentlich das Scope des Projekts? In welchem Kontext arbeiten wir und in welchem Kontext definitiv nicht, dass man dann nicht vergeblich versucht, während der Präsentation die Lösung in sein Problem zu zwingen, wenn das von Anfang an schon nicht vorgesehen ist. Was wir definitiv berücksichtigen, ist das Deployen und Verwalten von Active Directory Topologie, von Schemaerweiterungen, Sites und Services bis runter zur einzelnen Objekte-Delegation. Und zwar sowohl in einer komplett neuen Testumgebung, einem komplett
blanken Umgebung, aber auch im Feldeinsatz für Bestandsumgebung und für wirklich über Jahre ruinierte Umgebungen schon fast, ist es überall in diesen Fällen anwendbar. Es ist primär gedacht als ein anhaltender Prozess. Da gehen wir auch noch ein bisschen drauf ein. Aber wir können es auch für eine einzelne Projektumsetzung verwenden. Wir können es verwenden, nicht nur um etwas zu ändern, sondern auch zum Analysieren, Auswerten. Wir können sozusagen Best Practices oder Designvorgaben definieren, die eine Umgebung einhalten soll. Und das ADMF kann dann prüfen, ob das dem auch tatsächlich der Fall ist. Das Problem ist natürlich, vorher müssen wir uns definieren, was stellt für uns eine Best Practices dar, was stellt für uns den Sollzustand dar. Wie genau das aussieht, sehen wir noch. Wir können es in Compromise-Recovery-Szenarien verwenden, um unser einfach nur Sicherheitspolicy-Management zu betreiben, um Auswertungen zu machen, was für Delegationen haben wir in der AD verteilt für Berechtigungsaspekte. Wir können Änderungen dokumentieren damit und wir können sehr, sehr extensiv alle Änderungen, die wir durch das ADMF machen, protokollieren und loggen. Da gibt es dank dem PS-Framework, auf dem das Ganze mit aufsetzt, praktisch keine Grenzen, wie genau die Änderungsprotokollierung für uns vorstellen. Also sowohl nach Azure Log Analytics, Event Logs, Splunk, SQL-Datenbank, wo auch immer wir das Ding haben wollen oder eine klassische CSV-Textdatei. PS-Framework ist euer Freund und damit auch das ADMF. Das Ganze kann man anwenden für eine einzelne Umgebung, Single Domain, Single Forest, aber auch für komplexe AD-Umgebungen mit hunderten Forests, die auch nicht mal notwendigerweise Trust-Beziehungen haben müssen. Wir können das Ganze definitiv von innerhalb einer Domäne ausrollen, aber auch Bastion Forest, Red Forest, irgendwie über eine Trust-Grenze oder auch komplett ohne Trust mit Zugangsdaten. Das kann das ADMF nicht. Ich meine, bis jetzt habe ich ja mehr oder weniger gesagt, das ADMF kann alles. Ja, es ist definitiv nicht gedacht für standardtägliche Operationen. Für die Business-Workflows im Sinne von Benutzeranlage, für Standardbenutzergruppenverwaltung, Gruppenmitgliedschaften, Client-Computer. Diese Sachen mit einer häufigeren Änderungsrate, da ist es einfach vom Gesamtprozesskette nicht das perfekte Tool. Ja, theoretisch könnte ich alle Benutzer und Gruppenmitgliedschaften damit verwalten, aber der Aufwand steht in keinem Verhältnis zu den traditionellen Werkzeugen, die wir hierfür schon haben. Die andere Sache, die es definitiv nicht ist, ist ein Audit-Werkzeug. Ich kann mit dem ADMF feststellen, wenn etwas nicht mehr im Soll ist. Ich kann nicht sagen, wer es wann geändert hat. Ist nicht Teil der Gesamtfunktionalität. Da hilft uns das ADMF nicht. So, fangen wir mal so mit einer kleinen Problemsituation an im Status Quo. Wenn man sich mal so das Changelog anschaut, was hat sich denn in Active Directory so geändert im Server 2019 oder 2022? Das Changelog ist relativ aussagekräftig. Da gibt es jetzt nicht wirklich so viele Änderungen. Und das Gleiche, nur noch viel mehr, ist der Fall für, wie verwalten wir Active Directory. Die letzte fundamentale Änderung für unseren Admin-Prozess für das Active Directory war die Einführung von PowerShell. Das ist schon ein Weilchen her. Seitdem hat sich an der Art und Weise, wie wir AD verwalten, praktisch nichts geändert. Ja, die Quest Active Role Sachen haben sich etwas verbessert. Es gab ein paar neue Features da von irgendwelchen Drittanbietern. Aber auch die haben von der grundsätzlichen Herangehensweise sich nicht wirklich geändert seitdem. Auf der anderen Seite, 2025 kommt und wir haben neue Features fürs AD. Bessere Performance, besseres Monitoring, Sicherheitsverbesserungen. Ich habe da einen Link für die Unterlagen. Und ja, die ganzen Sachen, die wir sehen, gibt es auf GitHub. Bald auch öffentlich verfügbar. Wer die Sachen nachschlagen will, da gibt es für das. Und wenn jetzt ein AD sich tatsächlich was bewegt, dann könnten wir doch mal noch ein bisschen was an der Weise, wie wir das verwalten, bewegen.
Und da kommen wir zum ADMF. Klassischer Prozessvorgang für Active Directory Projekte. Wir haben einen Architekten, der schaut sich die Bestandsumgebung an und überlegt sich da anhand dessen, was sich jetzt ändern soll. Das heißt, wir schauen uns das Ist an, haben ein Soll im Kopf, irgendein Problem, das wir lösen, und basierend darauf entwickeln wir einen Plan. Das ist dann unser schönes Projekt. Das heißt, jetzt wird Zeit zum Umsetzen und vorbereitende Umsetzung. Das heißt, wir haben entweder jede Menge manuelle Arbeit vor uns oder wir müssen Automatisierungswerkzeuge bereitstellen, Skripte schreiben, die Änderungen, die wir vorhaben und für den Plan entworfen haben, ja, in die Umsetzung bewegen. Und das tun wir dann sinnvollerweise vielleicht erstmal an einer Testumgebung machen. Ich habe mir sagen lassen, dass Schemaänderungen relativ schwierig rückgängig zu machen sind. Vielleicht will man das vorher testen, bevor man das in die Prod ausrollt. Und ja, da iterieren wir dann, bis das Ganze so funktioniert, wie wir das haben wollen. Und dann wird es Zeit, das in die Produktion zu überführen. An dieser Stelle haben wir jetzt schon ein kleines Problem produziert, sobald es etwas komplexere Umgebung ist. Und zwar die Zeitspanne zwischen, ich habe einen ersten Plan und ich bin bereit, ihn umzusetzen. Da vergeht mal Zeit ins Land. Vor allem, wenn wir jetzt nicht den dedizierten Architekten haben, der sich nur um dieses Projekt kümmert, sondern noch bestehenden Betrieb aufrechtzuerhalten muss, Kollegen unterstützen muss, hier und da irgendwelche Notfälle reinspringen, vielleicht sogar auch einen zweiten Service betreuen muss. Je nachdem, wie das halt so läuft, ist dieser Gesamtprojektablauf an der Stelle schon eine ordentliche Zeitverzögerung. Was heißt, zu dem Zeitpunkt, wo wir unsere Testumgebung soweit haben, unsere Projektumsetzung fertig, den Plan abbilden können, hat sich vielleicht in der Produktion schon was geändert und der Plan ist nicht mehr gültig. Ich habe das Vergnügen gehabt, ein Projekt zu betreuen. Das war dann jetzt das 8. Jahr, an dem dieses AD-Projekt läuft, wo die halt immer wieder und immer wieder am Plan rumschrauben müssten, weil sich, bis sie soweit waren, an der Ursprungsumgebung schon wieder Sachen zu sehr geändert hatten. Und dass sie nie die dedizierten Ressourcen investieren konnten, das einmal mit Druck halt komplett konsequent durchzuziehen, ja, ist das Projekt mit einem hochironischen Namen mittlerweile immer noch nicht fertig. Aber ich habe da keine Finger mehr drin, Gott sei Dank. Jo, aber dann kommen wir zum nächsten Problem. Wir haben jetzt ja die Sache fertig, sind bereit für die Umsetzung. Für wie viele Leute ist die Testumgebung tatsächlich äquivalent und repräsentativ für die Produktionsumgebung? Und zu dem Kaviat, dass die Testumgebung nicht die Produktionsumgebung ist. Ihr kennt vielleicht den Spruch, dass jeder hat eine Testumgebung. Für manche unterscheidet sie sich auch von der Prod. Aber dann haben wir gerade im AD-Fall und bei komplexen Umgebungen das nächste Problem. Und zwar, wir haben vielleicht nicht nur eine Prod-Umgebung, sondern mehrere. Und wie nah sind die tatsächlich aneinander? Jo, gehen wir davon aus, wir haben jetzt ein kompetentes Team, die tatsächlich genügend Zeit bekommen haben, das Ganze umzusetzen. Projekt ist fertig, ab in die nächste Scheiße. Der Alltag hat jetzt ordentlich leiden müssen. Wir haben jede Menge Druck. Oder im Falle von irgendwelchen Dienstleistern ab zum nächsten Kunden das gleiche Spiel nochmal spielen. Das heißt, in der Umgebung, die wir jetzt sind, ist jetzt dieses Projekt fertig, eingetütet und es zieht Zeit ins Land. Es vergeht ein Jahr, es vergeht 2 Jahre, es vergeht 3 Jahre. Die Umgebung lebt weiter, aber in der Regel ist die einzige Doku, die wir jetzt für die AD-Umgebung haben, der Projektplan von damals. Das heißt, unsere Doku der Umgebung ist bestenfalls wackelig. Und wir haben uns noch ein paar andere Probleme mitgeleistet. Zum Beispiel haben wir jetzt jede Menge Custom-Entwicklung getrieben, um die Automatisierung zu machen, weil wir dieses Projekt nicht von Hand machen wollten und vor allem auch eine gewisse Reproduzierbarkeit zwischen Testumgebung und Prod-Umgebung haben wollten. So, Entwicklung kostet was als Programmierer. Das ist ein spezialisierter Skill. Wir haben ein hoch sicherheitssensibles Problem. Das heißt, wir können jetzt auch nicht dazu wie wirklich dran setzen. Das Ganze kostet nochmal extra Zeit natürlich. Und unabhängig von der AD-Sache muss jetzt ja auch noch immer jemand den Code dokumentieren. Was heißt, das Zeug dokumentiert sich ja meistens auch nicht von selber. Und damit haben wir dann
oftmals, weil wir leider in der Realität leben, nicht in einem idealen Universum, wo wir mit den besten idealen Zuständen haben, ein paar Konsequenzen uns mit eingesammelt. Zum Beispiel müssen wir uns jetzt entscheiden, wer schreibt das, die Automatisierung denn? Wie oft können wir sagen, wir haben einen absolut Top-Level PowerShell-Experten, der auch noch Tiefenexperte mit Active Directory ist? Das wird jetzt in den nächsten Jahren auch nicht besser werden, dass wir tatsächlich diese Skillsets vereinigen. Und dann müssen wir uns am Ende überlegen, wem geben wir das? Ich würde in der Regel dann empfehlen, den Active Directory-Spezialisten zu nehmen. Aber das kann für einige Probleme sorgen. Einfach als Beispiel, ich habe das ADMF ja in Bezug zum Kunden als Projekt ursprünglich angefangen. Und was wir dann im Rahmen von diesem Projekt festgestellt haben, ist, dass sie versehentlich Gruppenrichtlinien-Delegation falsch gemacht hatten. Und zwar hatten sie den Client-Admins Vollzugriff auf alle Gruppenrichtlinien und Domäne gegeben, inklusive den Domain-Controller-GPOs. Hat niemand gemerkt über mehrere Jahre, weil es funktioniert ja alles. Also kleinere Missgeschicke können ja halt echt große Probleme mit sich bringen. Wir haben oftmals redundanten Code. Ich meine, wie viele verschiedene Weisen können wir wirklich neu erfinden, eine Organisationseinheit anzulegen oder eine Gruppe? Das wird irgendwann, wiederholt man sich da? Wir haben, wenn wir mehrere solche Sachen laufen haben, das Problem, dass verschiedene Codeschnipsel sich natürlich mal in die Quere kommen können. Alleine in unserer Testumgebung separat getestet, fällt das dann auch oft genug gar nicht auf. Und wenn am Ende der Ist-Zustand auch noch alles funktioniert, dann fällt vielleicht auch mal eine Sicherheitslücke nicht auf, weil auf solche Konflikte zu testen ist unglaublich schwierig. So Code erfordert natürlich ordentliche Pflege und verzögert unsere gesamten Projekte, dass wir halt erst den Code produzieren müssen. So, schauen wir uns jetzt mal die neue schöne ADMF-Welt an, wo natürlich alles Luna ist und die Wiese ist grün und alles ist besser. Und zwar, der erste Unterschied erkennen wir schon an der Überschrift. Das ist jetzt kein Projekt mehr, sondern ein Prozess. Das heißt, wir haben nicht mehr ein ich werfe das einmal hin und dann ist es gelaufen, sondern wir haben etwas, was uns langfristig unterstützt und hoffentlich die Arbeit einfacher macht. Schauen wir uns mal, wie das Ganze läuft. Wir haben immer noch einen Architekten. Wir brauchen auch immer noch jemanden, der den Sollzustand definiert und den Ist-Zustand bewerten kann. Da führt kein Weg dran vorbei. Der schaut auch nach wie vor sich die Produktionsumgebung an und baut daraus einen Plan. Der große Unterschied ist jetzt nur, wir nehmen den Plan und füttern den an das ADMF. Der Plan muss natürlich entsprechend geschrieben sein, dass er das ADMF das versteht. Aber dieses Format, das das ADMF das versteht, sind PSD1-Dateien oder JSON-Dateien, standardstrukturierte Textdateien, die wir dann auch netterweise direkt in Source Control legen können für Change Tracking und Änderungsauditierung und was haben wir denn damals konfiguriert Perspektive und wer hat es gemacht. Also an der Stelle schon ein ordentlicher Manageability-Vorteil, aber das ADMF nimmt dann die Konfiguration, nimmt dann den Plan und geht damit gegen die Testumgebung. Und das generiert uns dann eine Liste von Änderungen, die es durchführen würde. Nicht wird, sondern würde. Und das können wir dann so oft wiederholen, am Plan rumschrauben, bis die Änderungen dementsprechend, was wir uns vorstellen. Und dann können wir die Änderungen annehmen. Also so eine Art Terraform-Workflow eigentlich. So, ja. Terraform Plan, Terraform Apply, was in der Art. Ja, oder ja? Desired State Configuration auch ähnlich. Oder Desired State Configuration, ja. Es gibt im Vergleich zu diesen beiden einen relativ gigantischen Unterschied allerdings. Und zwar, dieses System ist darauf ausgelegt, dass ich cherrypicken kann, dass ich jetzt also eine Änderung von 20 Änderungen, ein Testergebnis habe, der würde jetzt 20 Änderungen durchführen und ich kann sagen, diese 8 übernehme ich, die anderen 12 kann ich aber noch nicht. Weil das Problem ist ja hier, dass wir in der Regel nicht eine grüne Wiese haben, wo wir einfach drüber bügeln können, sondern dass wir halt eine Umgebung haben, die sehr viele Abhängigkeiten hat, die extrem schwer automatisiert alle abzufrühstücken sind. Das war auch der Hauptgrund, warum wir uns am Ende dann gegen diese State Configuration als Plattform entschieden haben.
So. Ja, beziehungsweise man muss ja auch dann entsprechende Expertise haben in DSC. Man muss seine Prozesse ja auch dann entsprechend umstellen. Also ja schauen, macht man Push, macht man Pull. Das kommt ja auch noch alles zusätzlich dazu. Ja. In dem Fall, die Prozesse muss man natürlich immer noch lernen. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei, aber die Prozesse involvieren ungefähr 0,5% PowerShell-Coding-Fähigkeiten und eine relativ hohe Anforderung an die AD-Sachen halt, aber so ist es halt, da kommen beiden Seiten nicht dran vorbei, aber wir müssen extrem wenig skripten, grundsätzlich eigentlich gar nichts. Es gibt die Möglichkeit, durch Scripting komplexe Szenarien besser abbilden zu können. Und was wir jetzt aber hier als nächstes machen, nachdem wir mit der Testumgebung zufrieden sind, gehen wir mit dem Plan gegen Prod, machen auch da den Test und erhalten auch da die Änderung. Und da können wir dann sehr schnell den Unterschied zwischen Prod und Test herausfinden. Und wie wir später gut sehen können, diesen Plan können wir auch in mehrere Unterpläne kombinieren, zerlegen. Und diese dann beliebig kombinieren. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt eine Standard-Baseline und eine Abweichung für die Testumgebung, weil die andere IPsec-Regeln braucht als die Pod-Umgebung. Ohne dass ich dadurch redundant meine separate Komplettpläne brauche. Anyway, sobald ich hier mit dem Test fertig bin und diese Changes, die ich bekomme, sind natürlich auch gleich unsere perfekte Change-Dokumentation für das Change-System. Dann können wir sie auch hier gegen die Produktionsumgebung übernehmen. Und das Gleiche dann natürlich gegen beliebig viele weitere Umgebungen. Jeweils mit umgebungsspezifischen Anpassungen. So, daraufhin haben wir unsere Produktion geändert. Und das ist zu Beginn einmal ein großes Projekt, den ersten Meisterplan zu bauen. Das ist Aufwand. Da fließt Zeit ins Land, da fließt Blut ins Land. Das ist ja hier an der Stelle nicht einmal, ich muss jetzt hier ein Delta von vorher zu nachher bauen, sondern ich muss das Ganze ist zu Beginn ja schon mal erfassen und dann noch obendrauf das Delta. Das heißt, das Ganze umzusetzen ist ein Planungsaufwand. Es gibt einem aber auch einen hervorragenden Einblick in den Ist-Zustand, wo man ohne das ADMF nur Annahmen machen kann. Einfach als Beispiel, Access Rules auf AD-Objekten. Das ist pro Objekt eine gigantische Anzahl, was da schon von Haus drauf ist. Die alle zu erfassen, die vom Standard abweichen, das ist für ein Standardprojekt von vorher, für ein Legacy-AD-Projekt, nahezu nicht möglich. Da muss man einfach vertrauen, dass zum Beispiel die T0-Sicherheitsdelegationen halt richtig gesetzt sind. Okay, die kann man vielleicht auch von Hand prüfen, aber der Teufel ist da sehr schnell im Detail. Mit dem ADMF fällt das auf. Und dann muss man sich halt zusammensetzen und überlegen, woher kommt diese Berechtigung? Ist das so korrekt? Ich nehme das in den Plan auf. Oder das ist nicht korrekt und ich werfe es nachher bei der Umsetzung raus als ein Change. Das heißt, da ist dann sehr viel organisatorische Koordination und Absprache notwendig, was den ersten Startprojektpart durchaus in die Länge ziehen kann. Auf der anderen Seite, sobald man das einmal gemacht hat, ist alles danach ganz einfach als neue Änderung, weil wir haben dann ja schon den Ist-Zustand dokumentiert als den Plan und ich kann Änderungen dann immer reflektieren gegen die Produktionsumgebung und einen lebenden Prozess daraus machen, der danach minimalen Aufwand bedeutet, jede Änderung wunderbar dokumentierbar macht und Änderungen außerhalb des Systems sofort offenlegt. Und unseren ganzen Sollzustand ist ein Plaintext, Textdateien packen wir in internen Git-Server, Azure DevOps, GitLab, GitHub Enterprise, was auch immer unsere Lösung hier ist, und haben damit eine komplette Änderungshistorie des Sollzustandes, können dokumentieren, warum wir etwas ändern, können damit Änderungen am Sollzustand auch direkt mit Tickets und Issues verknüpfen und den kompletten Bürokratiepart im vollen DevOps-Stil mit ausnutzen. Und damit die komplette Nachvollziehbarkeit, nicht nur was haben wir geändert, sondern auch wann, wer und warum. Das heißt, wir haben damit einen kompletten Managementprozess und nicht mehr nur ein Migrationsprojekt.
was uns ja die Nachvollziehbarkeit doch deutlich verbessert. Jo. Das ist der Ansatz vom ADMF. Schauen wir dem Ganzen ein klein wenig unter die Haube von der Architektur her und dann gehen wir auch direkt in die Demo und schauen uns das live im Testlabor an. Das Ganze ADMF lebt in sogenannten als Konzept in Kontexten. Da leben die ganzen Einstellungen drin. Ich habe damit einen Container, wo Sachen reinkommen. Und zwar nehmen wir mal als Beispiel, ich habe einen Container für unsere Standardeinstellungen. Wir haben jetzt einen gemanagten IT-Prozess, wir haben Testumgebung, vielleicht auch eine Abnahme oder QA oder wie wir das nennen wollen und eine Produktionsumgebung. Also haben wir vielleicht noch einen Delta-Kontext für die Sachen, die spezifisch sind für eine der Umgebungen. Das können irgendwelche Gruppenrichtlinien sein, das können Sites und Services sein, falls wir andere Site-Topologien hier brauchen. Und wir können dann noch, sagen wir hier, noch eine weitere Untereinstellung machen für die Forest, in denen die tatsächlichen Hyper-V-Server leben. Das soll jetzt irgendeine rollenspezifische Sachen, das ist eine weitere Unterscheidung, die es nur in einer Umgebung gibt und nicht in allen anderen Umgebungen. Unabhängig von solchen Abhängigkeitsräumen können wir aber auch komplett separate andere Konfigurationskontexte oder Eimer anbieten, wo Einstellungen drin sind, wie zum Beispiel unterscheiden zwischen, wir haben eine Root-Domain und eine Schaltdomain. Oder ob wir das Ganze mit einem Break-Class-Account machen. Das heißt, wir können auch Authentifizierungs-Workflows konfigurieren. Ich kann also zum Beispiel bei einer Konfiguration sagen, dass ich für jede Änderung erstmal in Passwort-Safe gehe und mir da die Zugangsdaten für meinen Admin-Account raushole. Damit meine Änderung mache. Und wenn ich mit meinen Änderungen fertig bin, gehe ich hin, tue ein neues Passwort auto-generieren, ändere das im AD und schreibe das neue Passwort zurück in den Passwort-Safe mit Dokumentation im Passwort-Safe für den Eintrag, wann ich das letzte Mal, während wann es das letzte Mal geholt hat. Das heißt, hier kann ich also auch noch gut weitere Workflows einbinden und da kommen wir dann auch in den Part, wo das letzte Prozentchen Custom-Coding mit reinkommt, weil das kann das ADMF natürlich jetzt nicht vorprovisionieren. Jo, was kommt denn in so einen Kontext rein? Wir haben die einzelnen Domain- und Forest-Inhalte. Das heißt, dass wir Gruppenrichtlinien, Benutzer definieren, Schemaerweiterungen, Gruppen, Sites und IP-Zonen, Access-Rules auf einzelnen Objekten, Organisationseinheiten, Gruppenrichtlinien, Verknüpfungen und viele, 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 viele weitere Details, die wir alles mit angeben können. Ich will jetzt nicht behaupten, ich kann wirklich zu 100% alles abbilden mit dem ADMF, aber ich kann so ziemlich alles. Nur nicht ganz alles. Für ein paar Sonderfälle geht es nicht. Einfach als Beispiel, ich kann jetzt kein KDS-Root-Key definieren. Ist ein AD-Element, aber das ist ein Fall, das mache ich einmal und gut ist. Oder vielleicht alle halbe Jahre wieder, wie ein KW-TGT-Reset. Ja, auch die KDS-Root-Keys sollte man eigentlich rotieren. Das gibt also ein paar Edge-Cases, wo ich sage, okay, das würde zu viel Aufwand bedeuten, das sinnvoll im ADMF abbilden zu können. Lassen wir. Aber zusätzlich zu diesen tatsächlichen Inhalten können wir den Kontext noch Metadaten machen. Das ist auch der Grund, ist, warum ich das Ganze nicht einfach Konfigurationsset genannt habe. Wie zum Beispiel kann ich einen Kontext von einem anderen eine Dependency machen. Oder aber ich kann zwei Kontexte sagen, ihr schließt euch gegeneinander aus. Ich kann zum Beispiel sagen, Hot und QA dürfen nicht beide gleichzeitig angegeben werden. Oder aber andere Metadaten, sowas wie die Reihenfolge, in der sie angewendet werden, eine Beschreibung, einen Autor oder zahlreiche andere Details. Ein paar davon sehen wir nach einer Demo und ein paar davon sind so trivial, dass ich da nicht weiter drauf eingehe, irgendwelche Edge Cases. Wir haben da jetzt schon ein paar Jahre dran geschraubt und Edge Cases umgesetzt. Jo, und wenn ich jetzt mehrere Kontexte miteinander kombiniere, dann können die beliebig ihre Elemente zusammenfügen. Ich kann also aus Kontext A Gruppen definieren, aber auch in Kontext B eine Gruppe definieren. Ich kann aber auch die Situation haben, wo mehrere Kontexte die gleiche Einstellung treffen wollen. In dem Fall gewinnt der Letzte
Und da kommen wir dann in den Bereich, wo die Reihenfolge unter diesen Kontextmetadaten eine Relevanz gewinnt. Die Reihenfolge wird durch eine Art Gewichtung, durch einen numerischen Wert gegeben. Das heißt, wir müssen nicht in jedem Kontext hinterlegen, der kommt vor mir, der kommt nach mir, sondern die numerische Gewichtung macht das. Das Endstatus damit ist also, für unsere AD-Inhalte haben wir dann nicht mehr irgendwelche iterativen Code, den wir ausführen, sondern wir haben Konfigurationseinträge in unseren Kontexten. Ein Kontext ist auf der Dateiebene eine Ordnerstruktur mit Inhalten. Das sieht dann im VS Code durchaus irgendwann ein bisschen üppig aus, was da so alles reinkommt. Keine Sorge, das muss man nicht alles selber schreiben. Die tatsächlichen Inhalte schon, aber diese Strukturen muss man nicht auswendig lernen, in der Hoffnung, sich nirgendwo zu vertippen, sondern dafür haben wir was. Jo, soweit zum Plan des Ganzen. Irgendwelche Fragen, bevor wir in den Demo-Part kommen? Klingt jetzt nicht danach. Jo. Ich habe da eine kleine AD-Umgebung gebaut, die ja, Domain Controller, Admin Host, CA beinhaltet. Wir haben noch einen zweiten Forest, aber den ignorieren wir fürs Erste. So. Ich habe auch einen ganz kreativ einzigartigen Namen genommen, den ich definitiv nicht in jeder Demo verwende. Was tatsächlich eine Maßgabe, eine Anweisung ist, die wir tatsächlich umsetzen müssen, dass wir bei Demos offiziell Microsoft gehörende Domänen für die Demo-Umgebung verwenden. Deswegen, so als wie Contoso und eine traditionellsten Microsoft-Domänen an der Stelle für Demo-Fälle verwendet wird. Das ist so eine rechtliche Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel foo.bar mache. Ja, foo.bar gibt es als Domäne. Und der Inhaber könnte sagen, na, Microsoft, mit meinem Namen hier Geld machen. Direkt oder indirekt, das wäre ein Problem. Und daher, ja, Contoso. Ist noch nicht viel drin, ist eine blanke Umgebung. Was das Definieren eines Sollzustandes zugegebenermaßen relativ einfach macht. So, ein bisschen mehr Platz. Das Erste, was wir jetzt brauchen, ist einen Kontext. Den Container, wo alles reinkommt. Ich habe uns hier mal ein bisschen einen Pfad vorbereitet, wo noch nichts drin ist und VS Code das uns gleich alles zeigt. Und der Befehl heißt hier New ADMF Context. Die ADMF darf erstmal laden. Das Ganze ist eine relativ große und komplexe Modulkette. Also am ADMF-Projekt sind, ich glaube, momentan 14 PowerShell-Module beteiligt. Allesamt aus meiner Feder, aber es ist trotzdem eine Anzahl. Also ich sage praktisch dann Install Module oder Install PS Resource ADMF. Richtig. Dann werden die ganzen Module dann runtergeladen. Rest. Okay, gut. Okay. Das beinhaltet das PS Framework, das beinhaltet ein paar AD-Module von mir. Es beinhaltet die verschiedenen Komponenten vom ADMF und ein paar weitere Utilities zum allgemeinen PowerShell-Technik-Dings da. Wir werden nicht im Detail für jeden der kleinen Sünder reinbrechen. Das ist eine etwas größere Anzahl, wie gesagt. Im Wesentlichen einmal Install Module oder Install PSG Source ADMF und alles ist da. Ich musste aufgrund des Bugs in Windows PowerShell 5.1, was verschachtelte Dependency-Ketten angeht, für die Untermodule die Dependencies aufheben. Das heißt, ADMF hat direkte Dependency auf alle Module und nicht die einzelnen unterverschachtelt. Machen wir das hier einmal ganz kurz aus PowerShell. Perspektive. Ich habe jetzt hier gerade, okay, da fehlen Module. Das ist interessant, dass er die uns hier nicht anzeigt. Das ist ein faszinierendes Verhalten. Jetzt sind doch die restlichen da. Wunderbar. Ich habe jetzt zum Beispiel hier Domain Management.
Das sind alle Inhalte, die rund um Benutzer, Gruppen, Gruppenmitgliedschaft, alles, was im Domain-Naming-Kontext von der einzelnen Domäne drin ist, ist da drin. Und auch das Domain-Management-Modul verwendet PS Framework. Aber ich musste die Dependency rausnehmen, weil zu viele tief verschachtelte Dependencies einfach ein technisches Problem darstellen in Windows PowerShell 5.1. Und ja, das Ganze läuft sowohl auf 5.1 als auch auf PowerShell 7. Aber bitte immer hier ADMF installieren, nicht einzelne Elemente und in Erwartung, dass dann alles funktioniert. Das ist ein kleines Problem. Aber wir haben das Ganze installiert, einsatzbereit, Zeit für den neuen Kontext. Wir brauchen einen neuen Einstellungseimer. Und das sage ich jetzt einfach mal Contoso Default als mein Standard-Kontext. So. Ich kann sagen, wo ich den Kontext ablegen will. Ich kann einen Pfad hinterlegen, einen Pfad, wo ich automatisch danach suche. Werden wir uns nachher nochmal drüber unterhalten, wenn es darum geht, wie deployen wir das in der Praxis. Dann wäre das nochmal genauer. Wait, das ist die Reihenfolge. In welcher Reihenfolge werden die abgewickelt? Niedrige Zahlen werden zuerst geladen, große Zahlen werden als letztes geladen und damit gewinnt das letzte Kontext gewinnt im Falle von einem Konflikt. Je größer, umso wahrscheinlicher, dass es bleibt. Metadaten und die Voraussetzung, Dependency, gegenseitige Ausschlüsse. Und was ich hier auch habe, ich kann sagen, gib mir bitte die Standard-Access-Rules, die eine Domäne, wenn ich sie frisch installiert habe, haben sollte. Das heißt, ich habe so die ganzen Standardsachen, wie zum Beispiel, wie sieht eine Standarddelegation in Domain-Controllers UU aus, schon definiert. Was sind die Standardberechtigungen auf dem Admin-SD-Holder? Was sind die Standardberechtigungen für XYZ? Und was wir auch haben, sind Exchange Access Rules, wenn ich einen Exchange mit deployed habe, sowohl Split Permission als auch im Standard-Modus. So, ich packe uns mal die Standard Access Rules rein. Ein neuer Ordner wurde erstellt und die ganze Struktur ist da. Wir haben hier die Kontext-Datei, wo ich die ganzen Sachen, die ich hätte eingeben können und nicht eingegeben habe, nochmal nachpflegen kann. Die Versionsnummer ist im Wesentlichen akademisch. Aber wenn man das ADMF zum Beispiel verwendet für Produktentwicklung, wenn man also ein Produkt hat, das auch gleichzeitig mit einer AD-Umgebung haben soll, ist es vielleicht ganz praktisch, dann die verschiedenen Konfigurationen auch mit einer Versionsnummer versehen zu können für das Produkt-Change-Tracking. Habe ich. Also ich weiß zumindest von einem Unternehmen, was das ADMF auch für die Produktentwicklung verwendet. So, und dann haben wir hier die drei unterschiedlichen Kontexte. Ich kann auf Domain-Controller-Ebene definieren, wie sind die Shares, wie sind die File System Access Rules? Und ich kann definieren, wie sollten die Dinger installiert sein, weil ich kann mit dem ADMF auch komplett neue Domain-Controller und Forests aus dem Boden stampfen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, dass die DC-Logs standardmäßig in Laufwerk F liegen sollten und die Datenbank in Laufwerk D. Setzt natürlich dann voraus, dass wir unser VM-Deployment für unsere Domain-Controller entsprechend gemanagt haben, dass die dann auch richtig aussehen dafür. So, DC-Management gehen wir heute definitiv nicht ein. Für Forest haben wir verschiedenste Settings-Optionen. Ich kann zum Beispiel auch ein Exchange-Schema-Update verteilen, ich kann LDF-Dateien ausrollen, ich kann Zertifikate in den NT-Auth-Store verteilen oder die Schema-Default-Permissions ändern. Und da haben wir jetzt mit dem Standard Access Rules hier auch, das Ganze ist eine etwas größere Datei, einmal die kompletten Default Permissions für jedes Objekt, das ein Active Directory von Haus aus kennt, drin. Das heißt, wenn jetzt wir
Domain-Modus, Access Rules testen, dann schließen wir die Standard-Access Rules aus, damit wir die nicht überall von Hand setzen müssen. Das hat aber im Umkehrschluss die Konsequenz, dass ein Angreifer, der weiß, dieses System ist ADMF gemanagt und wir haben nicht das hier, die Schema Default Permissions geändert, kann er sich in den Sollzustand im Schema hinterlegen. Das ist Persistenzpart und dann werden automatisch neue Objekte mit den korrumpierten Recht Access Rules ausgerollt. Und damit catchen wir auch diese Änderung. Und ja, viele andere schöne kleine Details. Forest würde ich jetzt für heute für die Demo mal ein bisschen außen vor lassen, sondern uns die deutlich greifbareren Domaininhalte machen, dann schon. Wir können hier von GMSAs, Password Policies, OUs einzelne Objekte, die wir custom designen können. Damit können wir auch so Sachen wie Service Connection Points definieren, Access Rules oder ACLs und ja, viele andere Dinge. So, fangen wir mal mit Organisationseinheiten an. Ich habe jetzt hier, okay, die Doku hier nicht in die README mit reingeschrieben. Die ganzen Komponenten sind auf ADMF.1 mit Beispiel hinterlegt. Alles dokumentiert, wie sieht so eine Config aus. In vielen Fällen auch, wie kann ich aus einer Bestandsumgebung diese Config generieren. Es gibt absichtlich keinen Exportbefehl. Also ich habe mit vollem Bewusstsein keinen globalen gib mir mal bitte die AD und tu automatisch den kompletten Kontext zusammenschrauben Befehl. Auf der einen Seite ist es fehleranfällig, also schwierig akkurat hinzubekommen. Und auf der anderen Seite ist dieser erste Part mit ich gehe über die verschiedenen Abweichungen vom Standard und tue diesen Konfigurationssatz bauen, das ist in meinen Augen ein großes Design-Feature, dass wir bewusst in eine Umgebung schauen und uns Gedanken machen. Macht das so Sinn? Brauchen wir das? Wenn ich einfach nur einen Export-Knopf mache, dann haben wir oftmals Altlasten halt wieder mitgeführt und nichts gewonnen. So. Jetzt gibt es hier einen generischen Part, der uns helfen kann, ohne dass wir auf die Webseite zu schauen, nur in der Konfiguration erahnen können, wie das Ganze funktioniert. Und zwar gehen wir jetzt mal hier hin. DM, Domain Management, FM dann für Forest Management. Und da gibt es jetzt hier offensichtlich einen Befehl, der uns was sagen kann. Das werden wir uns nicht sofort anschauen, sondern schauen wir mal zuerst uns alle Befehle an, die es rund um die Organizational Unit Komponente gibt. Wir haben ein Get, ein Invoke, ein Register, einen Test und ein Unregister. Das ist ein Muster, das sich über alle diese Komponenten hinwegzieht. Es gibt also auch das gleiche für User, das gleiche für Gruppen, das gleiche für Gruppenmitgliedschaften, das gleiche für Gruppen, Group Policy Owners und für all die anderen Sachen. Register ist etwas, was wir nicht ausführen müssen. Das macht das System für uns, wenn es diese Kontexte einliest. Ich kann aber auch von Hand einmal testweise hinzufügen in den Sollzustand. Unregister, damit kann ich Sachen wieder rauswerfen. Get gibt uns den Sollzustand im Arbeitsspeicher, nachdem wir die Kontexte geladen haben, zeigt uns an, was haben wir denn jetzt eigentlich konfiguriert. Praktisch, wenn das Testergebnis unsere Erwartungen nicht entspricht, mal zu prüfen, was wir eigentlich sollen. Test. Ich nehme eine Konfiguration, gehe zu einer Zielumgebung und prüfe. Und Invoke. Ich setze das Ganze um. Soweit, so gut. Das gleiche Muster zieht sich nahezu überall durch. Und diese Konfiguration wird dann ja für uns mit dem Register-Befehl überführt. Und deswegen steht im Register-Befehl auch immer drin, was für Einstellungen sind denn möglich, weil die Einstellungen, die wir hier im Kontext hinterlegen, sind die Parameter vom Register-Befehl. Das heißt, ich kann für eine U bestimmen, welchen Namen soll sie haben, welche Beschreibung soll sie haben, wo soll sie liegen und ob sie optional ist. Optional heißt, ich lege sie nicht an, aber ich will sie auch nicht löschen, wenn sie schon existiert. Ich kann alte Namen angeben, dann wird er versuchen, die umzubenennen. Also die alte zu löschen und die neue anzulegen und vorher alle Inhalte umschaufeln.
Ich kann auch einen expliziten Löschbefehl schauen. Was der Unterschied ist zwischen dem hier und dem hier, werden wir sehr gleich in der Praxis sehen. So, wir brauchen eine neue UU. Nennen wir das Ganze mal 4.0.psd1. Wir unterstützen PSD1, JSON und in PowerShell 7 auch JSON-C, also das JSON-Format, das Kommentare unterstützt. Mein präferiertes Format ist PSD1 aus zwei Gründen. Erstens, ich bin ein PowerShell-Zeitgenosse und ich finde Hashtable sind für mich einfacher zu editieren als JSON-Dokumente. Und zweitens ist ein natives Format, das in allen PowerShell-Versionen Kommentare unterstützt. Und Kommentare sind echt praktisch. So, ich will jetzt hier eine UU definieren für T0. Ich brauche also mindestens mal einen Namen und einen Pfad. Eine Beschreibung wäre vermutlich auch nett und seien wir ehrlich, Beschreibung ist eine gute Teil des Ganzen. Also, ich nenne dich hiermit T0. Das Ganze muss wo hinterlegt werden. Und Pfad Distinguished Name in AD heißt jetzt hier PC Contoso, DC. Friedrich, der Typo wird nicht gut gehen. So, das wird es jetzt schon tun. Wir haben ein Problem. An der Stelle habe ich jetzt hart die Domäne hinterlegt. Wenn ich jetzt gesagt habe, ich kann diese Konfiguration, diesen Plan gegen verschiedene Umgebungen anwenden, dann wäre das ein bisschen problematisch, wenn ich dann überall hier dauernd die Domäne umbiegen müsste. Das würde also ungefähr 99% des Inhaltes domänenspezifisch machen und damit unpraktikabel. Deswegen wir in vielen, vielen Fällen, und in der Doku ist das auch jeweils dokumentiert, Platzhalter haben. Prozent, Platzhalter, Prozent. In dem Fall habe ich hier den Distinguished Name eingefügt. Und wo ist der definiert? Also wird der praktisch zur Laufzeit? Der wird zur Laufzeit ermittelt, ganz genau. Okay. Aha, okay. Wir haben ein paar Standardnamen. Werden wir auch gleich sehen, dass das alles sind. Da gibt es einen Befehl dafür, der die Inhalte anzeigt, sobald wir den ersten Testlauf gemacht haben, die wir mappen können. Wir haben also so Sachen wie Domain-Sit oder Domain-NetBIOS-Name oder Root-Domain-Name, damit wir eine Child-Domain auf den Forest-Root zugreifen können, haben wir alles zur Verfügung. So, wir haben unser T0 hier soweit definiert. Zeit, das Ganze zu testen. Und da gibt es den Test-ADMF-Domain-Befehl. Und dem kann ich dann sagen, was genau ich eigentlich testen will. Ich kann sagen, teste alles. Das wird dann halt ein bisschen dauern unter Umständen. Ich kann aber auch sagen, hey, ich hätte ganz gerne UU. Da gibt es zwei Vorgänge, UU Soft und UU Hard. Die sind vor allem dafür da, dass ich im Falle eines Invokes, wenn ich alles ausführen will, das Ganze in der richtigen Reihenfolge mache. UUSoft heißt an der Stelle, ich lege neue UUs an, ich ändere bestehende UUs, aber ich lösche nichts. Damit, wenn ich jetzt Invoke All mache, tut er erst neue UUs anlegen, dann verschiebt er Benutzer und Computerobjekt und sonst was dahin, wo sie hingehören. Und am Ende, wenn alles fertig ist, kommt UUHard, wo er dann die nicht mehr erwünschten UUs wieder rauswirft. Ansonsten hätten wir das Problem, dass wir, wenn wir alles auf einmal machen wollen, ja, UUs löschen, wo Inhalte drin sind. Ich könnte mir sicherlich vorstellen, dass das nicht immer so ganz ideal ist. Selbst wenn wir es noch neu anlegen, eine Gruppe wegschmeißen und neu anlegen, heißt ja, die hat zwar den gleichen Namen, aber eine andere SIT. Was heißt, Berechtigungen, die auf die Gruppe gelegt sind, zählen auf einmal nicht mehr. Und da gibt es Gesch. Ja, daher das. Für den Test macht es keinen Unterschied. Die Testergebnisse sind dieselben. Und los geht's. Naja, fast. Upsala. Wir haben jetzt gegen die Domäne contoso.com gearbeitet. Aber das ADMF weiß jetzt noch gar nicht, welche Konfigurationssätze soll ich hier verwenden. Ich könnte ja
eine unterschiedliche, gerade wenn ich mehrere Kontexte habe, gegen verschiedene Domänen, verschiedene Konfigurationen haben. Und wenn ich dem nicht gesagt habe, was jetzt hier angemessen ist, dann wird es nicht mal pauschal Inbox All mit einem falschen Konfigurationssatz machen. Das ist eine wunderbare Sache, Methode sich auszuschmeißen, wenn man die falschen IP-Sec-Regeln verteilt oder alle IP-Sec-Regeln abbaut. Das ist doch definitiv nicht aus persönlicher Erfahrung hier an der Stelle. Deswegen kriegen wir dieses Pop-up, das uns sagt, was wir eigentlich hier haben wollen an Konfigurationen. Und das gibt uns dann hier, wie wir gerade im Pop-up sehen können, zeigt er uns dann auch an die Beschreibung von dem Kontext, wo wir einen hinzugefügt haben. Und hätten wir jetzt Dinge, die sich gegenseitig ausschließen, kommen wir nachher unter Umständen noch drauf, würde das eine anklicken, das andere wiederum ausgrauen lassen. Hätten wir eine Dependency, würde das andere nicht funktionieren, bis ich nicht das Default mit angehakt habe. So, ich sage okay. Und los geht's. Eine Änderung, er will die UU anlegen. Wisst ihr was? Machen wir das doch mal. Da ist er. Auch mit der richtigen Beschreibung. So, ich würde sagen, Experiment geklappt. Bauen wir da mal ein bisschen drauf auf. So. Ups, Servers, Service Accounts. So, schau doch mal. Oh, er ist schon zufrieden. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Und hier ist auch nichts drin. Was ist passiert? Naja, wir hatten jetzt ja hier, als wir das erste Test ausgeführt haben, kann man dieses Pop-up-Fenster mit wähle doch mal bitte aus, welchen Konfigurationssatz du haben möchtest. Ja, das kommt, wenn ADMF nicht weiß, welcher Kontext für diese Domäne vorgesehen ist. Jetzt weiß es das. Warum sollte es also nochmal nachfragen und nochmal neu laden? Das heißt, du hast praktisch den alten Kontext noch im REM praktisch. Richtig, ich habe die alten Einstellungen da. Ich kann das hier auch mal direkt testen. Das ist mein Sollzustand. Der ist erfüllt, alles gut. Jo. Jetzt könnten wir mal hier einen Parameter hinzufügen, Kontextprompt. Damit erhalten wir nochmal die Kontextauswahl. Und ich wähle den Kontext aus. Sage okay. Immer noch keine Änderung. Was ist jetzt passiert? Ja, wir haben den neuen Kontext ausgewählt und ADMF versucht zu optimieren. Das heißt, es prüft, ob er was ändern muss oder ob er nicht, weil ich gerade diese Kombination an Kontext schon geladen hat. Oh, hat er. Also muss er nichts machen. Toll. Das ist wie das Import Modulo ohne Force, wenn man dieses Modul nochmal laden will. Da kommen wir dann auch gleich zur Lösung des Ganzen, weil diesen ganzen Mapping-Zustand, diesen Soll-Zustand, das wird natürlich alles im Arbeitsspeicher geladen und ein neues ADMF importieren und der Soll-Zustand ist weggeworfen. Dann muss ich auch den Kontext-Prompt nicht mehr machen, weil er weiß gar nicht mehr, dass ich weiß, was für die Domäne zuständig ist. Der Prompt kommt wieder. Und wir haben 4 neue UUs, die er anlegen will. Schauen wir uns mal an. Ich habe hier 4 Objekte.
Nehmen wir uns mal ein Testergebnis als Beispiel und halten das Ganze in FL Stern, um uns die Inhalte mal anzuschauen. Und ja, ein paar Informationen mehr. Diese Testergebnisse sind genormt. Jedes Testergebnis im kompletten ADMF sieht genau so auf den ersten Blick aus. Wir haben in allen Fällen unter der Haube die Konfigurationseigenschaft und die ID-Objekteigenschaft. Konfiguration, das definierte Soll, den wir jetzt anwenden wollen. ID-Objekt, das bestehende ID-Objekt, das geändert wird, so wie wir denn eins haben. In beiden Fällen haben wir nicht immer was. Wir haben, wenn er zum Beispiel das Ungewolltes löschen will, wird er ein ID-Objekt haben, aber keine Konfiguration dafür. Es sei denn, wir haben einen expliziten Löschauftrag hinterlegt. Jo, Server wird automatisch ausgewählt, standardmäßig als der PDC. Ich kann aber per PS Framework Konfigurationssystem sagen, wähle doch stattdessen bitte einen zufälligen Domain-Controller aus folgender Seite aus. Oder ich kann ihm den direkten DC angeben und nicht eine Domäne, dann geht er immer gegen das Ganze. Das ist, je nachdem, was wir machen, ganz praktisch. Es gibt ein paar bandbreitenintensivere Themen oder wo wir einfach eine häufigere Latenz haben. Häufige Hin- und Her-Kommunikation, was heißt, geolokale DCs anzusprechen, kann seine echten Vorteile haben an manchen Stellen. So, ja, ich habe vier Änderungen, aber ich will nicht alle übernehmen, ich will nur einen davon oder nur gerade mal hier die Gruppen anlegen, aber noch nicht die Benutzer. Da gibt es einen einfachen Befehl, invoke ADMF Item Fire. Und jetzt habe ich nur das übernommen, was ich auch übernehmen wollte. Können wir auch hier machen wir das direkt in die Variable. Jetzt habe ich nur noch drei. Und ich bin faul, also habe ich einen Alias da angelegt. Und alles ist da. So, wunderbar, wunderbärlich, wundersuper. Gibt mal noch ein weiteres Problem an dem Ganzen. Und zwar, ich meine, dass er mir die Domain-Controllers nicht weglöscht, finde ich ganz nett. Aber wir haben hier zwei weitere OOs mit weiteren Inhalten, wo er schlichtweg ignoriert hat. Da gab es keinen Löschauftrag. Warum? Ja, es gibt das Thema, dass ich, wenn ich jetzt hier das ID verwalten will mit ADMF, ich entweder alles halt rein definieren müsste, was aber, wo wir dann wieder zum Thema Gruppen und Benutzer im User-Mode dann kommen, halt sehr, sehr hohen Wandel Rate hätte, die wir alles im Sollzustand definieren müssen. Oder ich muss halt dem ADMF irgendwie sagen, diesen Teil, der ist unter Management, der andere aber nicht. Und standardmäßig, wenn ich nicht sage, das hier gehört mir, da will ich auch weglöschen, fügt nur die Inhalte hinzu, die wir definiert haben und lässt den Rest in Ruhe. Ja, aber das wäre ja dann auch schlecht, weil dann würde er ja anfangen, Sachen zu löschen, die wir vielleicht gar nicht löschen wollen. Richtig. Ja. Deswegen auch genau das. Deswegen machen wir standardmäßig nur sozusagen additiv hinzufügen. Wenn wir auch was löschen wollen, müssen wir dem ADMF zuerst sagen, was gehört dir denn ADMF? Über was hast du denn Hoheit? Dass er auch nur da dann dieses Löschen macht. Auch wenn ich die Hoheit definiere, kann ich trotzdem noch Elemente außerhalb dieses Hoheitsgebiets festlegen. Wo er die dann hinzufügen wird, aber halt andere Sachen nicht weglöschen. So. Das Ganze ist dokumentiert, was ganz gut ist, weil mein Gedächtnis ist löchrig. Das ist hier im Root-Ebene vom Domain-Ordner. Müssen wir jetzt hier einen Content-Mode definieren. Die Datei hat einen ganz spezifischen Namen. Der muss genauso heißen und nur so. Legen wir das Ding mal an. Und das hier ist jetzt das Format, das wir dafür verwenden. So, Constraint heißt, wir sind überhaupt der Ansicht, wir sollten das einschränken. Das heißt, ich nehme jetzt Dinge unter Hoheit und den Rest werfe ich weg. Ohne Constraint passiert da genau gar nichts. Und ich kann jetzt sagen, inkludiere genau Folgendes oder ich kann einfach nur Exclude machen. An der Stelle jetzt hier, wenn ich nur Exclude definiere, dann nimmt der die ganze Domäne unter Management,
außer die definierten OUs. An der Stelle also Resources, Clients und Company sind mit dabei. Wir haben wieder den gleichen Platzhalter wie schon vorhin. Das ist flächendeckend durchreichend, wo wir gerade dabei sind. Bevor ich das nochmal verpasse. Und jetzt noch einmal im T-Modus. Das sind die Abkürzungen, die von Haus aus mitgeliefert werden. Ja, auch die sind dokumentiert auf der Webseite zum Nachschlagen. Das muss man sich ja nicht unbedingt auswendig merken lassen. Also, wir haben hier jetzt ein paar Dinge, die wir exkluden. Für unsere Umgebung, die Domain-Controllers muss ich nicht angeben. Grundsätzlich sind alle systemgeschützten Objekte automatisch ausgeschlossen vom Löschvorgang. Das heißt, selbst wenn ich sie nicht definiert habe, kommt er gar nicht auf die Idee, die löschen zu wollen. Also da zählen dann auch Computers, Built-in, Users, Foreign Security Principles und Managed Service Accounts oder sowas dazu? Also auch Container oder? Auch Container. Ja. Auch Container, okay. Alles, was das Systemflag hat, ist Critical Object, wird nicht gelöscht. Okay. Zusätzlich machen wir das hier auch mal ganz kurz als zweites Beispiel. Und zwar sage ich jetzt mal noch User. Tut auch nur Elemente prüfen, für die mindestens ein Sollzustand definiert ist. Um nicht versehentlich einen blanken Löschvorgang zu starten, selbst wenn wir einen Content Mode hätten. So, wir haben eine AD und ich will Controso ausschließen. Das heißt, mal meinen Standard-Domain-Inhalte, den Part lasse ich außen vor. Dann schmeiße ich die anderen beiden hier mal weg, mache hier ein Controso draus. Und daran denken, neu importieren, damit die Kontextzuweisung vorbei ist. Was das? Wir müssen wieder den Kontext auswählen. Und da will er jetzt Controso UU ausschließen. Kommen wir gleich dazu. Will er löschen? Er will GP-Test löschen und er will die Servers unter GP-Test löschen. Das hier ist komplett erwartet, dass er den wegwerfen soll. Das ist so vorgesehen. Warum zur Hölle will er Controso löschen? Das sind nur die Suchfilter, unterhalb denen er ausschließt. Was heißt, die UU-Controso selbst müssen wir jetzt noch in den Sollzustand aufnehmen. Aber er wird dann nicht mehr die Unter-UUs wegwerfen wollen. Er würde sich auch weigern, Controso zu löschen, weil sie hat noch Inhalte. Also das ADMF gibt eine Fehlermeldung zurück, wenn ich das löschen, eine UU löschen will, wo die noch Inhalt hat. Und sagt, hey, bitte bereinigen. Passen wir nicht an, bis der Inhalt weg ist. Ein weiterer Failsafe, dass wir uns nicht dauernd ins Eigentor schießen. So, Controso.psd1. Das Ganze ist zum Glück ganz, ganz einfach. Ich nehme mir das Ding hier oben. Auf Accidental Deletion oder sowas schaut jetzt zum Beispiel nicht, oder? Also ob das Flag gesetzt ist. Das Flag wird fleißig deaktiviert, bevor wir löschen. Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus, ja. So. So. Einmal neu definiert. Und jetzt kommen wir wieder zum Import. Und jetzt gibt es hier eine Sache, die mich ein bisschen nervt. Und zwar, wenn ich jetzt hier das lade, dann will er hier, muss ich über den Haken setzen. Das ist doof. Das ist der Scriptblock, der definiert, ob der Haken von Haus aus gesetzt ist oder nicht. Ja. Ah, ja, Autoformatter braucht noch kurz, hat das Speichern verlängert, jetzt, ja, gesetzt. Okay drücken muss ich immer noch. Ich kann aber mit Set ADMF Context vordefinieren, welche Kontexte will ich haben, wenn ich das zum Beispiel nicht interaktiv haben will, sondern als geplante Aufgabe und automatisch eine E-Mail zu generieren, wenn eine Abweichung da ist. So,
Wir haben ein Update. Wie wir jetzt hier gut sehen können, gibt es diese Changed-Spalte. Er sagt uns, was jetzt ändern würde. Und er will jetzt zwei UUs weglöschen. Machen wir den Invoke. Und ich bin mal vorsichtig. Das ist so richtig. Löschen macht er nicht bei OOSoft. Da kommen wir jetzt hier hin, dass ich den Hauptmodus brauche. Und natürlich kann ich jede einzelne Sache jetzt bestätigen und absegnen lassen. Ja, die Beschreibung darf geändert werden. Ah. Die sind noch da. Und Controso hat die neue Beschreibung. Was du ja angedeutet hast, dass das nicht funktioniert. Genau. Ja, ja, das ist soweit richtig. Und jetzt hat es geklappt. Das ist interessant. Da muss ich mal schauen. Eigentlich hätte es in der richtigen Reihenfolge machen müssen, dass alles auf Anhieb klappt. Weil hier offensichtlich hier erst versucht, GP-Tests zu machen. Und das klappt nicht. Eigentlich hätte er zuerst das Unterobjekt machen müssen. Okay, das ist ein interessanter Bug. Ich liebe diese, ich liebe Demos, tolle Vorführeffekte. Jo, das wäre das Ganze in der Praxis, im praktischen Einsatz. Wir würden jetzt halt Schritt für Schritt für Schritt hingehen, weitere Inhalte zufügen, Gruppen zuweisen, Berechtigungen zuweisen und das Ganze weiter aufbauen. Oder im Falle von einer Standardproduktionsumgebung, die wir ins Management überführen, hätten wir jetzt natürlich eine gigantische Anzahl an Testergebnissen und würden iterativ durchgehen und schauen, was davon müssen wir in den Zoll aufnehmen und was davon müssen wir aus der AD-Umgebung rausschmeißen. Also das heißt, man könnte theoretisch hergehen und sagen, ich habe Domäne 1, die schaut aus, wie ich sie definiert habe und will jetzt sagen, okay, jetzt habe ich eine Domäne 2, 3, 4, 5. Dann kann ich einfach das Template von der Domäne 1 nehmen und auf 2, 3, 4, 5 anwenden und ganz genau. Habe gleiche UUs, gleiche User, gleiche Berechtigungen, was mir halt auch immer so einfällt. Ganz genau. Ich fahre mal kurz den zweiten Forest hoch. Hm? In der Zwischenzeit darf ich hier sowieso mal noch die Credentials mir holen. Das kann aber dann auch im gleichen Kontext passieren, oder? Oder brauche ich dazu dann einen neuen Kontext? Nö, das kann genau hier passieren. Das kann genau hier passieren, okay. Wer hätte das kommen sehen? Ich hätte gerade, du kommst mit Tailwind Traders oder so. Wurden ja nirgendwo Domänennamen rein konfiguriert, Konstantin, da kann es im gleichen Content passieren. So, Stimmt, hast recht, ja, genau. Also, wir haben hier einmal fabrikam.org und das Ding will jetzt natürlich Credentials haben. Und vielleicht will ich erst einen Test machen. So, Proforma, könnte ja irgendwas schiefgehen bei. So, ich will gegen fabrikam.org gehen. Los geht's. Hier sehen wir ganz gut, dass Fabrikam eine andere Root-UU hat. Er würde aber die Controso anlegen für uns. Ja, ich muss an den Befehl nochmal rangehen. Aber voilà. So, was uns jetzt noch für eine Kleinigkeit stellt. Welche Protokolle müssen wir denn eigentlich unterstützen, damit dieser Remote-Zugriff so schön funktioniert? Was spricht das ADMF? Das ADMF spricht drei Netzwerkprotokolle.
Wir haben für einen relativ großen Anteil ADWS, das Standard Active Directory Modul, Web Services Protokoll, das GetID User und so weiter verwenden. Wir haben PowerShell Remoting. Es gibt Dinge, die müssen aus dem Kontext der Zieldomäne passieren. Standardberechtigung auflösen zum Beispiel, wenn ich nur mit einem SDDL habe. Im SDDL haben wir Abkürzungen, dass wir nicht überall Sitz reinschreiben müssen. Es gibt also zum Beispiel die Identitätsabkürzung DA für Domain Admins. Wenn ich diese SDDL auf meiner Maschine auflöse, kommen da die Domain Admins der aktuellen Domäne raus, nicht der Zieldomäne. Damit ich solche Probleme vermeide, gibt es ein paar Dinge, die ich dann über PowerShell Remoting mache. Ein zweites Thema sind Gruppenrichtlinien. Die Gruppenrichtlinie-Komponente funktioniert momentan noch, Work in Progress, momentan noch aus GPO Backup und Restore. Mit ein paar deutlichen Limitationen an der Stelle. Und das Problem ist, die Gruppenrichtlinie-API gehört so mit den problematischsten APIs des Microsoft-Universums, die zum Beispiel keine Credentials unterstützt. Wenn ich jetzt auch so ein GPO einspielen möchte auf eine Zieldomäne, die nicht die eigene ist, dann muss ich per PowerShell Remoting das aus dem Kontext der Zieldomäne machen, damit ich Zugangsdaten verwenden kann. Da ist also PowerShell Remoting dran. Und das dritte, was wir haben, ist LDAP. LDAP wird verwendet für einige Operationen. Ich würde es ganz gerne überverwenden statt ADWS aus schlichten Performancegründen. Das würde aber einen relativ hohen Entwicklungsaufwand erfordern, für den ich die Zeit finden muss oder einen Kunden, der mir die Zeit berät. Von daher ist das dann so. Ja, Andi? Kannst du angeben, welches LDAP-Protokoll du sprichst? Also ob es LDAP, LDAP-S ist mit Verschlüsselung ohne? Ich verwende die System Defaults an der Stelle. System Defaults, okay. So, that's it, was ich für meine Demo habe, das ADMF angeht. Fragen? Irgendwas, was ihr konkret sehen wollt? Ja, ich hätte natürlich Fragen. Wer hätte es gedacht? Mir ist immer noch nicht so richtig klar, wie diese Kontexte nachher wirklich, also pragmatische Beispiele für die Verschachtelung von Kontexten. Kannst du irgendwas zu Best Practices sagen? Was packst du in einen Default Basic Kontext und was setzt du dann oben drauf? Klassisch im Default ist alles, was nirgendwo anders ist. Haha. Die standardeinheitlichen Admin-Strukturen, die ich haben will. Zum Beispiel die Tier-0-Knoten mit den Berechtigungsgruppen, die zum Tier-0 gehören, wie aus Tier-0-Admins, Tier-0-User, mit den Gruppenrichtlinien, die Anmelde-Policies für Tier-0-Benutzer beinhalten. Alles, was in diesen wirklich generischen, das ist meine Security-Baseline. Was ich definitiv auslagern würde, sind umgebungsspezifische Sachen. Da hatten wir zum Beispiel Gruppenrichtlinien für Firewalls oder IPsec-Regeln. Was wir haben, sind in manchen Umgebungen umgebungsspezifische Ausnahmen aus gewachsenen Systemen, die wir nicht komplett übernehmen können. Zum Beispiel dieses Contoso versus Fabricam-EU, die wir gerade hatten, wo ich jetzt einfach mal willkürlich drüber gebügelt habe. Das wäre ein gutes Beispiel für, wir nehmen Fabricam mit auf für diese Kombination. Dann gibt es ein paar Dinge, die nur gegen Root-Domain Sinn machen, aber nicht gegen Child-Domain. Forest-Einstellung im Allgemeinen. Die könnte man sich an der Stelle also überlegen. Und was wir dann auch haben, einfach als Beispiel, war CA-Zertifikat. Ich habe jetzt Prot, Test und QA. Also umgebungsspezifisch. Aber nicht nur das, sondern ich habe dann auch die Tatsache, dass wir dann an der Stelle das Problem hatten, dass wir das Root-CA-Zertifikat von der Production-CA auch in den anderen beiden Umgebungen einspielen mussten, aber nicht in der Root-Umgebung. Und da wurde das dann wieder, also gerade dann für
ein paar der Policies war das dann notwendig, das mit zu injecten. Und das bieten wir dann auch an. Okay. Das wäre der große Part. Ein anderer Part, den wir auch haben als einen ganz klaren Unterscheider, ist der Domain Content Mode. Wir haben, einfach als Beispiel, wir haben jetzt ein großes AD-Projekt am Laufen. Und wir haben eine tolle Zielumgebung, wo wir alle Unterorganisationen hinmigrieren wollen. Dann habe ich ja diese neue Umgebung, habe ich die Hoheit drüber und kann die definieren, so wie ich will. Da kann ich dann so ganz gerne sagen, ich nehme alles unter Management, außer diese eine, wo eure Benutzer und Gruppen rein dürfen. Während dann aber ich halt unter Umständen noch als Legacy-Umgebung mitbetreuen muss, wo ich dann halt meine T0-Administration-Sachen unter Kontrolle halten will, aber wo ich nicht annähernd zu liberal überall alles an die Tür bügeln kann. Und da würde ich dann sagen, okay, für diese Umgebung habe ich dann halt sozusagen einen Unmanaged-Kontext oder halt dann einfach lockereren Content-Mode-Kontext, der dieses Problem beseitigt. Und da kann man dann sagen, okay, ich packe sehr viele in meinen Standard rein und dann könnte ich hier bei diesen Kontexten gibt es hier unten ja drei Skripte. Und da könnte ich dann in dem Unmanaged-Kontext zu Beginn die Sachen dynamisch rauswerfen mit den Unregister-Befehlen, die ich da nicht verteilen will. Das wäre dann, wenn es nicht primär einen wirklichen Standard habe, den ich fast überall anwenden kann, aber ein paar Ausnahmen, wo noch leben muss, da wäre das auch noch ein sehr typischer Fall, wo ich mehrere haben möchte. Anderes Szenario ist natürlich dann, wenn ich ADMF nicht für das Betreiben meiner IT verwende, sondern tatsächlich also als Teil von der Produktherstellung. Nehmen wir, ich habe ein komplexes Produkt, das ich anbiete und sagen wir mal Trainingsräume, virtuelle. Und diese Trainingsräume haben halt eine zugehörige AD-Umgebung mit virtuellen Maschinen, wo die Leute sich drauf verbinden und je nachdem, was der Kunde für sein Training braucht, hat er verschiedene Optionen, die er mitsuchen kann. Und die optionsspezifischen Einstellungen wären dann in einem Optionskontext drin. Wie zum Beispiel jemand, hey, ich habe hier einen IT-Workshop für PowerShell. Haben wir eine Standard-AD-Domäne mit Standardsachen. Und dann sagt einer, okay, ich will jetzt extra buchen, weil ich habe hier ein Team von Exchange-Administratoren. Ich will jetzt noch eine Exchange-Umgebung mit drin haben in meiner Laborumgebung. Das heißt, da brauche ich dann die neuen Exchange-spezifischen Sachen. Das wäre dann noch eine Zusatzung. Exchange im Allgemeinen ist natürlich eine gute Extra-Option. Wenn man noch einen Legacy-Exchange in einem Forest hat, aber in den anderen nicht, will ich ja nicht überall die Exchange-Sachen einspielen müssen. Ja. Ja. Andere Frage, die ich noch habe, du hast die Default-ACLs für Schema und Domain-Kontext und so Kram mit drin, die Exchange-ACLs. Wie sieht es denn aus mit den AD-Connect-spezifischen oder mit den AD-Connect-ACLs inzwischen? Nope. Kann man das ja auch so ein bisschen als schon könnte fast Default betrachten? Andi, abgesehen davon, dass wir das Thema haben mit CloudSync versus AD-Connect, ist nicht enthalten. Ich bin sehr offen für Pull Requests. Danke. Natürlich. Natürlich. Und als letztes, es geht jetzt weniger ums ADMF, vielmehr als das, was ich gerade als Autoformatter gesehen habe. Was nutzt du da? Ist es ein VS Code Plugin oder ist. Das ist eine Einstellung, Format und Save. Echt? Okay, das war mir gar nicht bewusst, dass es als VS Code Setting funktioniert. Ist ja okay, dann muss ich da mal nachgucken. Genau. Also du kannst ja rechte Maustaste Format Document sagen, dann formatiert das ja. Und die Setting ist, wie gesagt, ja, Format on Save. Da gibt es Format on Paste, Format on Save und Format on Type, glaube ich. Diese drei Settings gibt es im VS Code, glaube ich. Gut zu wissen. Nicht on Type. Das wäre zu performance-intensiv. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr, aber on Save und on Paste gibt es auf jeden Fall. Ich habe jetzt standardmäßig on Save aus, Andi, deswegen du das bei mir noch nie gesehen hast.
aus dem einfachen Grund, dass ich für meine Workshops leider halt auch schlechten Code in unterladen belassen muss. Und es wäre ein bisschen doof, wenn beim Speichern alles autokorrigiert wird. Das wiederum ist, dass wir das Code, das ich beim letzten Workshop verwendet habe, um die Konfiguration zu zeigen. Und da habe ich dir natürlich auch das gesagt. Und ja. Jo. Also das heißt, um nochmal auf die Verschachtelung der Kontexte zurückzukommen, wenn ich das aus, sag jetzt mal, ich bin ja bei einem Dienstleister, das heißt, wenn wir mehrere Domänen haben, wo wir zum Beispiel, kann jetzt eine Good oder der Best oder der Bad Practice sein, nach zum Beispiel bei dem einen Kunden Standorte XYZ 1, 2, 3 haben und beim Kunde B dann andere Standorte, wäre das dann auch, ja, auch ein Szenario für eine Kontextverschachtelung? Ja, absolut. Okay. Aha. Okay. Nebenbei erwähnt, ja? Ja, Andi? Ja, ich hätte als Dienstleister noch so ein bisschen die verschieden ausgeprägte Tiering-Modelle, verschieden ausgeprägte starke, ja, Tiering-Modelle, Complex, Small, das hätte ich jetzt auch alles, oder das sehe ich auch alles, ja, in verschiedenen Kontexten, sodass du im Prinzip aufeinander aufbauen kannst, sagen kannst, den Baustein, den Baustein, den Baustein, und das, genau, ist dann das Gesamt-AD. Ja. Was wir in der Regel haben, ist, dass wir dann die eigentlichen Kontexte und die Konfiguration, die meine Organisation macht, als eine Art Modul bauen, dass der Dependency aufs ADMF nimmt. Okay. Und dann setze ich zum Beispiel ein Alias mit Test-Contoso-Domain, zeigt auf Test-ADMF-Domain. Und dann führe ich Test-Contoso-Domain aus und automatisch sind meine Settings geladen. Und da kann ich dann beim Import zum Beispiel auch die Regeln hinterlegen, welche Domäne aus welcher Kundenumgebung bekommt, welche Kombination. Was heißt, der Admin, der es dann verwendet, muss auch keine Entscheidung treffen, auch keine GUI, sondern kriegt automatisch die richtigen Einstellungen. Also das heißt, du würdest dann mal kurz zusammengefasst ein Modul bauen, das einfach eine Funktion bietet, die praktisch, wenn du die Funktion aufrufst, automatisch den Kontext definiert, also die Sachen definiert, die du brauchst, also die Kontexte, und dann einfach sagt, jag durch und das passt. Oder so. Yep. Ja. Okay. Das wäre natürlich auch eine interessante Sache, ja. oder ist definitiv interessant, ja. Ja, aber das ist eine etwas größere Demo an der Stelle, von daher, ja, ja, klar, man Stelle hier mal sehen wollen. Aber es, ja, das ist also, genauso, das ist dann in der Praxis bei den Kunden, wo ich es mit eingeführt habe, wird das genauso dann gelebt, dass wir ein Management-Modul haben, wo die ganzen Kontexte mit drin liegen, wo er auch automatisch dann die richtigen Part angibt, dass wir nichts auswählen müssen, und wo er dann sagt, für diese Domäne dann folgende Sache, für diesen Forest dann folgende Sache. Ja. Ich kann sehr, sehr allerdings natürlich auch, wenn ich das nicht zuvor definieren will, kann ich hier dann statt einfach nur true oder false zu machen, ich bekomme ja die Information, wogegen verbinde ich mich gerade, kann ich dann auch dynamisch den Haken true oder false zurückgeben, je nachdem, wie es ist. Jo, ADMF. Ich habe ein Weilchen dran gearbeitet mittlerweile. Ich bin auch überhaupt nicht stolz drauf. Weil du es vorhin so angeteasert hast, von wegen Gruppenrichtlinien. Ich arbeite gerade auf Einstellungsebene inklusive nicht nur Registry-Sachen, sondern halt auch User Rights Assignment und die ganzen anderen Sachen, die sehr spezifisch sind. Plugin-basiert erweiterbar, auch als Modul ohne ADMF. Sondern ich baue ein Standalone-Modul nur für diese Sache, Gruppenrichtlinien einlesen und ändern auf Einstellungsebene. Und das wird dann vom ADMF für die neue Group Policy-Komponente verwendet. Ja. Gibt es eine zeitliche Einschätzung? Kannst du was spoilern? Nein. Wochen, Tage, Monate, Jahre? Es hätte seit Monaten fertig sein sollen. Der Kunde in Frage hat jeden Monat aufs neue Prioritäten, die gerade wichtiger sind. Okay. Und damit ist das sozusagen ein Wanderpokal momentan. Es hat Fortschritte. Ich habe schon einen ersten kleinen Proof of Concept. Es läuft so ein bisschen, aber nichts, was ich jetzt wirklich teasern kann im Sinne von, hier ist eine funktionstragfähige Demo. Die hat noch so viele Lücken. Das heißt, im Moment müsstest du praktisch sagen, Export GPO von irgendwo anders her und dann praktisch über das ADMF die GPO importieren. Richtig. Es gibt auch einen Exportbefehl vom ADMF dafür. Der ist relativ wichtig. Und das ADMF erkennt auch, wenn jemand nach dem Deployment der Gruppenrichtlinie von Hand angelegt hat. Okay.
und spielt die Änderung zurück. Okay. Und zwar wird beim Deployment in den Ordner von der Gruppenrichtlinie eine Config-Datei hinterlegt, wo die AD-Versionsnummer hinterlegt wird, mit der wir es deployed haben. Und wenn jemand das vorhanden anders ändert, ändert sich die Versionsnummer. Das ist klar. Und dann sagen wir, Moment mal, da ist was nicht so ganz richtig. Spielen wir das nochmal zurück. Es gibt seit der letzten Version von Domain Management auch eine zusätzliche Option, wo man für einzelne Gruppenrichtlinien sagen kann in der Config, du darfst von Hand geändert werden. Hat aber dann natürlich den Nachteil, dass wir genau das dann ignorieren, bis es dann halt eine neue Version gibt. Das ist dann aber ja auch absichtlich gewollt. Dann gerade noch eine Frage, wenn ich Service Accounts und Users sehe gerade, geht es dir bei Service Accounts um Group Managed Service Accounts? Ja, oder ist das, es geht um GMSer. Okay, gut. Okay. Und nein, Computerkonten gibt es hier nicht, werden nicht unterstützt als Objekt. Dementsprechend löschen wir auch keine Computerkonten. Das ist einfach mit dem Modell hier relativ schwer zu vereinbaren, weil die ja doch immer umgebungsspezifisch sind, immer speziell. Man kann es als AD-Objekt, als Object definieren, womit ich auch zum Beispiel einen expliziten Löschauftrag definieren kann. Wenn ich ein bestimmtes Computerobjekt nicht haben will. Was wiederum Szenario, ich habe hier ein Produkt, das ich mit dem ADMF deploye. Da könnte ich mir das vorstellen, dass sowas mal praxisrelevant wird. Jo. Und was du mal gesagt hast mit dem Deployment, du hattest ja, glaube ich, am Anfang gesagt, ja, ich kann auch in Deployment, also ich kann auch in Domänen deployen, die ich jetzt nicht in direkte Connection habe, also keinen direkten Trust oder in irgendeiner Tier-0-Umgebung, wo ich es nicht unbedingt so... Solange ich gültige Credential habe für die Zielumgebung, ist ein Trust nicht erforderlich. Okay, okay. Gut, das ist ja verstanden, weil da kann ich einfach, das ist ja das wahrscheinlich, was du jetzt gerade gemacht hast mit der Fabrikumgebung wahrscheinlich. Richtig, ganz genau das. Und wenn du jetzt, und wenn du voneinander separierten Domänen hast und du hast jetzt, ich sage mir mal, du hast einen Management-Server, wo du das jetzt deployen willst, du brauchst also immer eine, ich sage jetzt mal, Netzwerkverbindung, dass du da hinkommst. Ja, es ist keine Magie, das hast du korrekt verstanden. Okay. Okay. Ja, genau, nicht zu vergessen, die offenen Firewall-Ports. Ja, genau, die offenen Firewall-Ports, genau, richtig. Ja, genau. Okay. Nein, ich würde nur mal klar gehen. Ja. Kommen wir zum zweiten Teil dann. Pierce Framework. Pierce Framework. Es gab in letzter Zeit ein paar kleine, unscheinbare, nicht weiter wesentliche Features, mit denen ich jetzt mal angeben will. Und das erste Feature ist, ich habe also ein klein wenig Parallelisierung neu erfunden. Ja, wir haben das Thema, wie läuft und funktioniert Parallelisierung momentan? Ich kann entweder sowas wie Jobs verwenden. Runspace-Jobs, Thread-Jobs, Standard-Jobs, wo ich am Ende aber an meinem Code nichts ändere. Ich habe ein Skript und das führe ich da halt mehrfach aus, unter Umständen für mehrere Ziele. Aber ich habe sozusagen ein Set an Sachen, die parallel gemacht werden. Und ich warte, bis sie fertig sind, dann sammle ich sie ein und vielleicht mache ich danach nochmal was in Parallel. Aber that's it. Ist am Ende nichts anderes, als ich habe mein Skript und jetzt mache ich das halt fünfmal, das gesamte Skript. Aber an wie schreibe ich mein Skript, ändert sich daran nichts. Es ist nur eine Verpackung am Stelle. Ob ich jetzt halt, dass ich halt nicht äußere, das ist effektiv eine Alternative zum globalen For-Each drumherum. Die Alternative dazu, die wir gelegentlich sehen, ist am besten charakterisiert durch dieses For-Each-Object parallel, wo ich inline innerhalb einer Pipeline einen Schritt kurz parallelisiere. Gibt es auch wieder verschiedene Varianten. For each object parallel hat allerdings die meisten Alternativen mittlerweile so ein klein wenig vom Parallelisierungsmarkt verdrängt. Es ist einfach die universelle Lösung und ist built-in und macht schon alles. Gibt also keinen Grund wirklich, das so, da nochmal mehr drin rum zu verwerkeln. Und Pierce Framework, Runspace Workflows, schlägt die Mitte, die das für mich größte Problem an dem Ganzen löst. Und zwar, wenn ich ein Skript schreibe, habe ich in der Regel so ein paar geistige Schritte, die ich nacheinander durcharbeite im Skript.
Zuerst hole ich mir alle Postfächer von Exchange. Dann schaue ich im AD nach weiteren Informationen pro Postfach. Daraufhin gehe ich zur Entra-ID und hole da noch Informationen zu dem Benutzer. Daraufhin schreibe ich das Ergebnis in eine CSV-Datei. Dann sagst du ja so schön, Skripten ist wie Kochen, also man Rezept auf, man definiert ein Rezept und geht das Schritt für Schritt durch. Und was ich jetzt hier definieren will, ist mit den Runspace Workflows, ist, ich gehe zu Exchange und hole die Postfächer. Das mache ich nur einmal parallel, weil Exchange mich relativ brutal fordert, wenn ich versuche, parallel dagegen zu hämmern. Aber ich warte jetzt nicht, bis das fertig ist, sondern ich reiche die Ergebnisse, sobald sie ankommen, schon an den nächsten Schritt. Das ist gegen AD. Das AD gehört mir. Das ist auch nicht so performanceintensiv, da kann ich hämmern. Okay, Schritt 2 mache ich 10-mal parallel. Die Ergebnisse davon mache ich dann 3-mal parallel gegen Entra-ID, jeweils mit einem anderen Service-Principle, damit ich nicht ins Throttling reinlaufe. Die geben die Ergebnisse auch wieder weiter, sobald sie fertig damit sind. Und das mache ich dann in der CSV, das schreibe ich, mache ich nur einmal parallel, weil das wäre natürlich problematisch, versuchen parallel in der gleichen Datei reinzuschreiben. Geht, aber die Orchestrierungskosten sind so hoch, dass es keinen Sinn macht. Das mache ich nur linear. Das ist das Ganze, was ich hier machen will. Und das Ganze möglichst so einfach, dass ich als Anwender von diesen Workflows mich mit diesem Parallelisierungsramsch so wenig wie möglich auseinandersetzen muss und eigentlich weiterhin nur meine Schritte sozusagen code. Und der Rest passiert magisch im Hintergrund. Ist nicht ganz so simpel, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe auch noch ein Roadmap mit Vereinfachung, intuitiver machen und anderen Schönheiten, aber es ist schon mal ganz gut. So, wir fangen damit an. Und zwar machen wir jetzt mal hier ein bisschen größer, damit man auch, damit ich halt nicht so viel Spoiler, ich gebe zu, Magic Unveiling ist immer noch eine meiner Lieblingssachen, auch wenn das für Demos eigentlich gar nicht so praktisch ist. Wir brauchen als erstes einen Workflow, ein Workflow-Objekt, in dem alle Sachen reinkommen. Das Ding, da werden die Schritte reingelegt, da werden die Daten ursprünglich reingekippt, da kommen die Ergebnisse irgendwann raus. Und was wir jetzt machen, ist die einzelnen Schritte als sogenannte Worker definieren. Der Worker ist ein Stück Code und ich sage ihm, wie oft will ich dich haben. Und ja, wo nimmst du deine Infos her und wo schreibst du sie hin? Was heißt, das Ganze, dieser Workflow, es hat nicht nur Workers, sondern auch Queues, Datenwarteschlangen. Und dieser Worker namens Processing wird aus der Input-Queue Daten nehmen und für jedes davon diesen Code ausführen. Und das Ergebnis davon wird automatisch für uns in die nächste Queue weitergeschrieben. So, das ist Schritt 1 von unserem Skript. In dem Fall machen wir einfache Mathematik. Zweiter Schritt. In dem Fall, ich mache noch eine weitere Berechnung und nehme meine Input aus der Out-Queue des Vorgängers und schreibe das Ergebnis in eine weitere Queue rein. Das machen allerdings nur 2 parallel. So, damit sind meine Skriptschritte beschrieben. Was wir jetzt noch brauchen, ist der Ursprungsinput, der bearbeitet wird. Ich mache mal die Zahlen von 1 bis 1000. Und dann sagen wir mal stoppen. Da können wir jetzt so sehen, wie die Daten rüberwandern. Bis wir irgendwann fertig sind. Damit man jetzt natürlich hier nicht immer iterativ schauen muss, sind wir schon so weit, sind wir schon da, sind wir schon da. Das hat schon als Eltern nicht viel Spaß gemacht, macht in PowerShell nicht mehr Spaß, deswegen gibt es einen Wortbefehl. Der hat verschiedene Kriterien, was fertig bedeutet. In unserem Fall warten wir, bis die Done-Queue insgesamt 1000 Objekte jemals erhalten hat. Anhalten, damit die Runspaces noch mit abgebaut werden. Ansonsten geht uns irgendwann so ein bisschen die CPU und Arbeitsspeicher aus, vor allem Arbeitsspeicher. Und dann können wir hier die Ergebnisse aus der fertigen Queue auslesen. Und wenn ich jetzt mich nicht komplett vergeigt habe, und in Demo-Götter werden da nicht zum ersten Mal lustig, aber nein, klappt. Und wir können dann hier uns auch mal das 11. Ergebnis anschauen und passt. Wie üblich bei Parallelisierung, die Reihenfolge ist nicht ganz garantiert. Das kommt halt, wie es kommt, sobald es fertig ist. Ja, abschließend aufräumen.
Soweit der einfache Workflow. Der funktioniert soweit, hat aber ein Problem noch. Nehmen wir mal das Beispiel von gerade eben mit am Ende Export nach CSV. Das Problem ist, wenn ich das jetzt nur hier diesen einen Skriptblock habe, dann muss ich jedes Mal die CSV-Datei aufs Neue aufmachen, parsen, zu Ende gehen, letzte einfach reinschreiben, Datei wurde nur zugemacht, das nächste Mal Objekt kommt rein, CSV muss wieder aufgemacht werden. Das heißt, wir brauchen eigentlich ja schon dieses Begin, Process, End, was wir in einer normalen Pipeline hätten. Ja, haben wir auch. Fangen wir mal hier ein Beispiel an. Also ich werde das jetzt nicht durchführen, ich habe keine SQL-Server zur Hand. Aber wir haben wieder das Workflow-Objekt und ich kann auch hier Begin, Process und End definieren. Und Script-Block erhält halt Process und wir haben den Begin-Block und wir haben den End-Block. Und da werden die durchgesehen. Die werden in einer separaten Scope jeweils ausgeführt. Das heißt, wir müssen hier dieses Global Scope machen, wenn wir die Variable durchreichen wollen. Ja, da kann ich einmal eine SQL-Verbindung aufmachen, dann fleißig reinschreiben und einmal am Ende dann aufräumen. Jo. So, wie kriegen wir jetzt Werte da rein? Wir hatten jetzt gerade eben ja von hart reingeschrieben unseren Scriptblock voll in die Datenbank. Wie bekommen wir tatsächlich zur Standard Inhalte aus dem aktuellen Skript in diese Hintergrund-Runspaces? Weil es ist ja schön und gut, dass ich parallelisieren kann, aber ich will ja vielleicht noch die ganzen Sachen, die ich vorher geschrieben habe, in meinem Skript auch in den Background-Runspaces verwenden können. Für Variablen ist das glücklicherweise sehr entspannt. Ich habe ein Hash-Table, das wird der Variablen-Name werden, kann ich dann hier intern mit $Multiplier verwenden. Übergebe ich mit dem Minus-Variables-Parameter. Was mit dem Close-Out-Queue auf sich hat, kommen wir noch dazu. Dann und muss aber der Script-Block dann einen Param-Block haben wahrscheinlich, oder? Das nee. Ist, oder nein. Dazu ist dann der Value da? Das ist, ich denke, das Dollar Underscore habe ich erst später eingeführt. Ah, okay. Das ist okay. Der aktuelle Wert, den er aus der InQ hier rausnimmt, also die aktuelle Zahl hier. Ah, okay, verstanden. Okay. Dieses Dollar Multiplier wird automatisch als Variable in den Initial Session State reingeschrieben und dann haben wir das. Ah, okay, verstanden. So, und dann haben wir jetzt hier noch eine kleine Sache, dieses Minus-Close. Mit diesem Minus-Close schreibe ich jetzt Werte in die Queue mit dem Namen Numbers und sage dir, nachdem ich das reingeschrieben habe, du wirst nie wieder Input erhalten. Damit weiß dann auch der Worker, dass er, sobald er 20 Objekte durchgeschrieben hat, also alles aus der Queue rausgenommen hat, dass er nie wieder Input bekommen wird. Und kann sich von selbst schließen, weil er weiß, es wird nie wieder was kommen. Und mit diesem Parameter sagt dieser Worker, wenn ich fertig bin und ich weiß, ich habe das letzte Objekt fertig geschrieben, dann kann ich ja auch Results schließen, weil auch da wird nie wieder was kommen. Ich meine, ich bin fertig. Von mir bekommt nichts mehr. Ich werde nie wieder starten, also wird auch nie wieder in diese Tür was reingeschrieben. Also machen wir auch die zu. Und damit kann ich hier sagen, warte mal, bis folgender Worker durch ist. Und dann wartet das so lange, bis die Out-Queue von diesem Worker geschlossen ist. Und ich muss nichts mehr von Hand machen. Wir holen mal die Ergebnisse ab. Schmeißen das weg. Und 20 Ergebnisse. Das ist schön und gut. Variablen sind so die Grundlagen, was wir übergeben wollen. Es gibt da aber auch unsere Funktionen, die wir ganz gerne vielleicht oben in der gesamten Utility-Function-Sektion haben, die wir durchreichen wollen. So, neuer Workflow, neues Glück. Wir haben eine Funktion und jetzt haben wir ja auch ein Hashtag mit Funktionen, wo ich den Namen der Funktion und den Quellcode der Funktion übergebe. Und jo, ab in den Worker. Wir starten einen neuen Worker. Gleiche Sache, er hat Namen, er hat Input, er hat Output.
Fünf davon macht er parallel. Und hier wird die Funktion aufgerufen, die wir hier überreichen. Das ist ja schon fast so ein bisschen wie Invoke Lab Command. Weil ja. Automated Lab Invoke Lab Command kann ja auch Functions und sowas übergeben in den entsprechenden, in die Remoting Session. Auch interessant. Ja, gleiches Thema hier. Ja, und dann gleiches Szenario, schicken wir es einmal durch und wir haben hoffentlich jetzt hier solide Ergebnisse. So, das führt uns zu einem kleinen Sicherheitsthema. Und zwar, wie sieht das Ganze denn eigentlich aus, wenn wir in Constraint Language Mode laufen? Unter der Annahme, dass PS Framework freigegeben ist, wird der Worker Code im Hintergrund Run Space in dem Language Mode ausgeführt, in dem der Scriptblock definiert wurde. Das heißt, ich kann auch ein nicht vertrauten Skript aus dem Workflow verwenden, wenn der Scriptblock, den ich parallelisiere, in CLM funktioniert. Was ja vollkommen okay ist an der Stelle. Aber das Gleiche gilt nicht für Funktionen. Funktionen werden in den Root-Kontext übergeben und werden damit automatisch getrustet. In anderen Worten, wenn unsere Konsole in einem Skript im abgehärteten Modus läuft, auch wenn das Skript getrustet ist, Code signed und alles freigegeben, kann man nicht den Funktionscode hier als String übergeben, sondern dann verlange ich zwingend, dass der Funktionscode als Skriptblock übergeben wird und werfe einen Fehler, wenn der Skriptblock im CLM ist. Weil der würde sonst nach vertrauenswürdig kopiert werden. Ist ein komplexeres Thema und ja, eine der Sessions, die ich für die PSConf EU eingereicht habe, für die kommende, ist über Secure Code Design, wo wir uns über solche Sachen und warum und wie unterhalten. Falls es dran genommen wird, ich habe 5 Sessions eingereicht, ich will eigentlich alle 5 halten. Und ein paar mehr. Diese Anti-Fret-Maßnahme mit maximal 5 Sessions, weiß ganz genau, warum Rob das eingeführt hat. Anyway, Funktion übergeben, wir haben Zufallszahlen bekommen, hat alles funktioniert. Das Gleiche können wir nochmal machen mit Modulen und ganze PowerShell-Module übergeben. Funktioniert genauso. Und wir können auch ein komplettes Initial Session State Objekt übergeben, das wir dann selber tunen können, wie auch immer wir wollen. Das werde ich hier definitiv nicht als Szenario durchführen, das ist aber technisch valide. Und läuft dann. Jo, und dann gibt es da noch so einen kleinen Art. Was, wenn ich die gleiche Variable mit unterschiedlichen Werten befüllen will? Typisches Beispiel. Ich will Graph-Abfragen machen in Parallel und ich will nicht gefrottelt werden. Also möchte ich einen unterschiedlichen Service-Principle pro Runspace des Workers machen. Das heißt, wenn ich jetzt 5 parallel Runspaces habe für diesen Schritt, alle sollen gegen Graph gehen und ich will halt mit 5 verschiedenen Accounts arbeiten, damit ich da meine Ruhe habe. Geht genauso. Und zwar habe ich hier wieder ein Variablen-Hash-Table und da sollte ich so viele Werte reinschreiben, wie ich halt hier den Count habe. Wenn ich weniger Werte drin habe, dann gehen die letzten Worker mit einem Null-Wert aus. Wenn ich zu viele drin habe, werden die überschüssigen ignoriert. Jo, war per Runspace. Ansonsten ist das ganz genauso wie Standardvariablen übergeben. Feuer, warten, hoffen. Und da sehen wir, welcher Worker hat hier was gemacht. Jo, hier haben wir ein dediziertes Beispiel für dieses automatische Schließen von der Kette, die daraufhin am Ende den Wait ermöglichen. Hatten wir schon behandelt, werde ich jetzt nicht nochmal eine Tonspur machen. Und ja, die ganzen Beispiele und die ganze Tonspur gibt es online dokumentiert für Leute, die das in Ruhe nachlesen und selber auch anfassen wollen. Was wir jetzt noch als letztes hier haben, bevor ich dann Ruhe gebe, ist Throttling. Und zwar wollen wir vielleicht, auch wenn wir parallel machen,
nicht zu oft gegenhämmern. Und nicht immer haben wir die Option, einen alternativen Account zu verwenden. Also sage ich jetzt, nur 5 Abfragen alle 3 Sekunden. Nicht mehr. Für den Schritt. So, Schritt 1 ist nicht gefrottet. Der macht 10-mal in parallel seine Berechnung im Custom Objekt. Schritt 2 ist gefrottet. Der macht nicht mehr als 5 alle 3 Sekunden. Und wir haben hier so Zeitstempel, die uns dann darstellen, in welcher, wie schnell werden die Sachen ausgeführt. Also feuerfrei. Der Workflow läuft mit den 2 separaten Schritten. Der 2. gefrottet. Und wenn meine Demo-Götter mich jetzt nicht im Stich lassen, und ich glaube, sie haben mich gerade im Stich gelassen. Ach nein, wir haben ja gefrottet. Ja, das macht natürlich Sinn, wenn es gefrottet ist. Es ist einmal passiert, dass mir das Ding tatsächlich stehen geblieben ist mit einem Bug, den ich seitdem nicht mehr reproduzieren konnte, weil ein Objekt gefehlt hat. Seitdem bin ich etwas missmutig, was das angeht. So, aber das erste war nicht gefrottet. Die sind praktisch sofort durch. Eine Sekunde, einen Sekundensprung haben wir hier. Während hier der zweite ist relativ schnell. Alle fünf Objekte haben wir 3 Sekunden Wartezeit. Da werde ich ja sagen, mach dein Limit. So, das Ganze ist schön und gut, wenn ich sagen kann, nur so viele Ausführungen pro folgende Zeiteinheit. Ich kann mit New PSF throttle, wir kommen auch noch dazu, falls wir zeitlich dazu kommen. Ich weiß nicht, wie die Ursache sagt. Ich weiß, wir sind schon fast 2 Stunden drin. Kann ich auch sagen, nicht mehr als 60 Abfragen pro Minute und nicht mehr als 600 Abfragen pro Stunde. Also ich kann mehrere Throttle-Limits sagen. Ich kann ihm aber auch sagen, wart jetzt mal. Wir haben es ja oft gerade bei der Graph-API, dass wir, wenn wir gefrottet werden, eine Fehlermeldung zurückbekommen. Bitte jetzt mal 50 Sekunden warten vor der nächsten Abfrage. Und genau das können wir hier auch machen, indem wir den 2. Schritt hier sagen, wenn wir den Wert 10 bekommen, dann setzen wir hier einmal 10 Sekunden Wartezeit hin. Und Feuer. Du. 10 Sekunden sind verblüffend lang, wenn man nur wartet auf den Bildschirmstart und wartet. Aber hier haben wir den 10-Sekunden-Sprung. Jo. Letzte kurze Sache rund um Workflows. Wir haben auch die Situation, dass wir gar keinen Input haben. Ich meine, ich habe jetzt immer schön brav ein paar Zahlen zu Beginn provisioniert, dass wir was zum Laufen haben. Was, wenn aber der erste Befehl in der Kette den Output produziert? Und da kommen wir dann hier an ein kleines Exchange-Beispiel ran. Zu Beginn, also wir haben jetzt, unsere Startquelle ist jetzt, ich gebe ja alle Postfächer aus dem Exchange online. Problem ist jetzt natürlich, da habe ich jetzt natürlich nicht hier als Input, das sind alle meine Postfächer, das will ich ja gerade erst rausfinden. Was sind denn alle meine Postfächer? In dem Fall haben wir hier einmal zu Beginn den Connect nach Exchange online, das Terminieren, und das ist jetzt ein besonderes Konstrukt. Der Part hier ist hässlich. Der wird in der nächsten Version gefixt werden. Der soll vermeiden, weil eigentlich erwartet Write PSF Run Space Queue per Pipeline, dass ich ihm sage, hier ist der Workflow, gib mir mal bitte die Inhalte deiner Queue. Hier soll er aber stattdessen den aktuellen Worker im Hintergrund Run Space nehmen. Und was er damit macht, ist, er nimmt GetExo Mailbox. Und der Output von GetExo Mailbox wird direkt in diese Queue gestreamt, während wir sie erhalten. Noch bevor die Pipeline fertig ist. Jo. Das würden wir theoretisch machen. Und dann kann Schritt 2 direkt mit den Usern loslegen und muss nicht erwarten, bis alle 600.000 Postfächer schon geladen wurden. Jetzt können wir den ersten direkt loslegen. Was wir dann aber hier haben, ist, jetzt haben wir hier diesen InQueue-Input.
Und dem muss ich immer was geben. Ohne einen Input passiert nichts. Also gebe ich einen einzelnen Wert, der wird halt ignoriert. Aber einen Wert muss ich übergeben, damit das läuft. Würde ich jetzt zwei Werte übergeben, würde er zweimal alle Postfächer auslesen, was natürlich keinen Sinn macht. So. Und das ist übrigens hier gerade das Konstrukt, wie ich Export CSV dann über Steppable Pipelines nicht immer wieder neu ausführe. Damit halte ich mein Export CSV geöffnet, bis am Ende das End fertig ist. Das ist wie eine tragbare Pipeline. Ja, damit bekommst du, glaube ich, die Pipeline zurück, oder? Mit GetStable Pipeline, glaube ich, gell? Richtig, das oder? Ist hier mein Pipeline-Objekt. Ja, genau, okay. Hm. Dann führe ich das hier mit Beginn aus und dann führe ich schrittweise weitere Process-Objekte rein, also Input-Objekte rein, die über Process reingepiped werden und am Ende wird geschlossen. Das hat den auch den Vorteil, dass ich die Datei offen halte im Schreibzugriff. Hm. Wie oft haben wir das gerade beim Logging zum Beispiel, dass wir Log-Einträge verlieren, weil der Virenschutz kurz die Datei sperrt, um reinzuschauen, was hat sich denn da geändert? Mit diesem Konstrukt passiert das nicht mehr, weil wir die Datei offen halten. Sehr praktisch, auch außerhalb. So, das ist das absolute Flagship-Feature vom PS Framework. Ich werde weiter dran schrauben. Das ist mein Präsentationsthema für den PowerShell Summit im April. Cool. Da wird es noch ein paar Refinements geben und die Demo-Götter werden noch ein bisschen bestochen, dass das ein bisschen besser läuft. Es gibt aber auch ein paar weitere schöne Features, die deutlich weniger komplex sind und unseren Arbeitsalltag echt erleichtern. Und da möchte ich jetzt mal wirklich mit angeben, mit dieser mindbending Features, die das Leben echt einfacher machen. Und zwar, erinnert sich noch wer an meine PSConf-EU-Präsentation zum Thema Parameterklassen? Ja. Ich hatte meinen Spaß dabei. War eine lustige Demo. Und es gibt ein neues Set an Parameterklassen, die uns das echt einfach machen, das Leben erleichtern. Und zwar habe ich jetzt hier mal ein Beispiel für so ein Standard-Skript, mit dem wir Pfade validieren. Ich habe einen Befehl, der zum Beispiel alles aus einem Pfad auslesen soll und die akzeptiert jetzt hier einen String Array mit Pfad. Dann muss ich jetzt mal auflösen, gibt es diesen Pfad denn eigentlich wirklich? Das könnte ja ein Wildcard sein und mehrere Pfade haben. Das könnte aber auch mehrere direkte Pfade sein. Das heißt, wir müssen erstmal an Resolve Path rangehen, das auflösen, Fehlerhandling machen und dann geht es weiter mit den aufgelösten Pfaden. Wenn ich jetzt nur Dateien haben will, muss ich noch prüfen, ist das denn auch der richtige Dateityp ist, dass ich hier noch einen Ordner bekomme. Das wird dann auch übersprungen. Bis wir dann hier tatsächlich dazu kommen, was zu machen. Das funktioniert, habe ich mir sagen lassen. Und es geht auch schnell genug. Und jetzt cwindows.exe. Und noch nach C, Temp, Demo, das ist definitiv falsch. Und C, Temp, Demo, Stern. Und los geht's. Hat ordentlich funktioniert. Nur C, Temp, Demo hat er sich beschwert. Nicht zu Unrecht. Aber dieses Konstrukt will ich nicht dauernd schreiben müssen. Wenn es da jetzt nur eine einfache Lösung gäbe, die leicht zu lesen ist. That's it. So, ich schmeiß mal hier den Ordner raus, aus gutem Grund. Da kommen wir später drauf zurück. Es gibt verschiedene dieser Parameterklassen für verschiedenes Verhalten. In dem Fall PSF-File beschwert sich, wenn sie nicht Dateien erhält. Aber, ja. So, jetzt gibt es viele Befehle in PowerShell, die nicht nur den -Path-Parameter haben, sondern auch den -Literal-Path. Damit verwenden wir keine Wildcards mehr, was gebraucht wird für zum Beispiel Dateien mit einer eckigen Klammer im Namen. So sieht das Ganze mit der neuen Parameterklassen aus. Lieb.
Real Paft. Ach, das hat funktioniert. So, wir haben auch einen für eine neue Datei. Wenn ich jetzt, sagen wir, ich habe ein Skript, das soll einen Export generieren. Dann habe ich ja oftmals so einen Ordner angegeben, aber vielleicht gebe ich vielleicht den ganzen Pfad an, aber der Ordner existiert, aber die Datei noch nicht. Das sollte natürlich jetzt auch unterstützt werden. So. So, hat er angenommen. Ja, den Pfad gibt es nicht. Den Ordner will er mindestens haben. Das ist auch vollkommen okay damit, wenn es die Datei schon gibt, dann wird es halt überschrieben in unserem Fall. Also die Parameterklasse schert sich nicht hier um Konflikte, das müssen wir selber klären. Jo. Alles drin. Und wer sich jetzt fragt, okay, PSF CLI XML, das ist das gleiche wie Import und Export CLI XML, nur komprimiert. Das heißt, wir sparen uns Platz. Ist auch in der Regel performanter, weil der langsamste Part von Import und Export CLI XML ist der Disk.io. Und wenn der Export halt nicht mehr 100 Megabyte, sondern 1 Megabyte ist, dann fällt das irgendwann auf. So, wir haben auch die Option, bei illegalen Pfaden keine Fehler zu werfen, sondern stattdessen die separat intern zu behandeln. Git File Content. Git Demo. Und Temp-Demo Stern. Also das heißt, du hast praktisch die Fehlermeldung darüber geschrieben, also den Error-Stream, oder bleibt der Error-Stream trotzdem noch im Error? Nee, es gibt hier keinen Fehler, der ist nie erstellt worden, sondern okay. Wir haben hier nur die Liste an Pfaden, die Inputs, die nicht in der Datei aufgelöst werden konnten. Und die müssen wir halt separat regeln, ob wir einen Fehler werfen wollen oder sonst was, das liegt in unseren Händen. Was nebenbei erwähnt auch deutlich performanter ist, weil auch das Fehlerwerfen ist eine teure Sache. Ah ja, cool. Und wenn man sich halt überlegt, alles, was man für diesen Komfort muss, ist diesen lästigen String wegzuwerfen und durch irgendwas mit coolen PSF-Präfix ersetzen. Jo. Coole Sache das, ja. PSF-Throttle. Haben wir schon kennengelernt. Das Objekt gibt es auch in andere. Kann man auch unabhängig von diesem Runspace Workforce verwenden. Dem sage ich, okay, alle 10 Sekunden Limit 3 voll. Und was ich dann in meinem Skript verwende, wenn ich dann tatsächlich das Throttling umsetzen will, ist jetzt laut aufrufen. Dreimal aufgerufen, hat sofort geklappt. Beim vierten Mal muss ich jetzt warten, bis der erste Slot wieder frei wird. Und auch hier gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, not before. Und schon warten wir wieder. So, ein Klassiker, mit dem ich immer wieder mit großen Freuden angehe, ist das New PSF Support Package. Für die, die das noch nie gesehen haben, das New PSF Support Package sammelt Debug-Daten für uns ein. Das ist eine relativ große Anzahl an Infos, die dann hier hinterlegt wird. Und da kann ich mit Expand Archive PowerShell Support Package, Destination Path, aktueller Ordner. Data ist gleich Import, PSF, CLI, XML. Und dann gibt es hier die CLI-DAT-Datei.
Und dann haben wir so Sachen wie die History mit drin oder den Console-Buffer, das ein Screenshot ist, deutlich mehr in der PowerShell-Konsole, in VS Code ist das abgekürzt. Oder wir haben hier auch sehr, sehr gern drin gesehen, die verschiedenen PowerShell-Fehler, die passiert sind. Soweit so gut, ist das nichts Neues. Ebenfalls auch noch ganz klasse Modules, welche Module in welcher Version, von welchem Pfad aus, praktisches Thema. Was ist jetzt neu dazugekommen? Support Package Startup Provider. Wenn ihr eigene Debug-Daten für eigene Module habt, die ihr mit im Debug-Log haben wollt, im Debug-Dump. MyModule.answer. Script-Log 40. Feuer. Remove Item. Backslash. Damit. Neuer Export. Und da hat er jetzt hier die Extension Data mit eingesammelt. Ausgepackt. Import. ESFCLXML. Eingesammelt. Und hier haben wir jetzt auch diese Info mit drin. Das heißt, wir können erweiterte Debug-Informationen mit in unseren Standard-Debug-Dump haben und damit unser Fehler-Feedback-Zyklus damit nahtlos schließen. Wenn ich keinen Pfad angebe für den New PSF Support Package, legt die ZIP-Datei auf den Desktop für Standard-Help-Desk-User, den man das nicht weiter erklären will, mit welchem Pfad sind wir eigentlich gerade. So. Ja. Parameter, ich gebe dir noch 10 Minuten, Fred, gell? Ich gebe dir noch 10 Minuten. Ja, wir sind rechts in der Vorschau. Wir haben noch ein paar kleine Minisachen. Okay. Ein neues Feature ist unter den Argument-Transformation-Script-Blöcken. Argument Transformation Script Blöcke erlauben es uns, den Input zu konvertieren von irgendwas in den Zieldatentyp. Das Problem ist, das erfordert jede Menge seltsamen C-Sharp-Humbug oder PowerShell-Tasten-Humbug, um das Ganze zum Laufen zu bekommen. Und ich wäre nicht Fred, wenn ich dafür nicht eine Abkürzung in mein Modul reinlegen würde irgendwann mal. So, ich sage, hey, ich gebe dir einen Namen. Und ich sage die Bedingung, unter der ich eine Konvertierung mache. Wenn das Ding hier kein Ergebnis produziert, wird Standard PowerShell-Datentyp-Konvertierung verwendet. Ich habe einen Parameter, jetzt in meiner Funktion hier, wo jetzt das mit Namen definiert und sagt, welchen Datentyp will er haben. So, testen wir das Ganze mal. Funktioniert. Funktioniert immer noch. Standardkonvertierung funktioniert ja. Nope. Da macht er nicht mit. Was man da so braucht und will. Das einzige Kaviat, was ich hier mit einem Weg mitgeben will, ist die Konvertierung. Die Konvertierungskosten fallen immer an, auch wenn nichts konvertiert werden muss. Es ist nichts, was ich an einen hochskalierenden Parameter geben will, der jetzt, sagen wir mal, 100.000 Objekte empfängt und konvertieren soll. Das sollte man dabei beachten. Es ermöglicht User-Komfort an Parametern, die jetzt nicht skalieren müssen. So, PSF Protected Command.
Klassiker, integriert ins Login, löst ein Problem von hässlichem Design, wenn wir jetzt hier sauberen Code schreiben wollen. Ich will riskante Änderungen machen. Das heißt, wir will Login will ich drin haben, Nachrichten will ich drin haben, WhatIf und Confirm hätte ich ganz gerne drin, Try-Catch bei Fehlerhandling natürlich, dann wird das irgendwann hier doch relativ viel Code, den ich dafür brauche. Funktioniert, aber naja. Klappt. Macht Fehler. Okay, ja, da beschwert er sich jetzt, weil ich hier schon meinen neuen Datentyp reingeschrieben habe. Ist okay. Das Problem haben wir jetzt also nicht mehr mit der Bestätigung. Aber trotzdem, das ist eine Menge Aufwand. Das hier ist die PS-Framework-Variante davon. Das gleiche Problem. Soweit. Nichts Neues. Das hat sich wirklich geändert. Und zwar kann Invoke PSF Protected Command schon jetzt eine Sache, und zwar Retries. Versuch's bitte viermal und gib erst dann auf. Problem damit war immer, dass ich halt nur einen fixen Intervall hatte, probier's alle 3 Sekunden, bis es klappt oder du gibst auf. Das ist nicht immer ideal. Was gibt es jetzt Neues? Eine Escalation-Option, womit er jedes Mal länger wartet als beim letzten Mal. So. Splatting ist eine tolle Sache. Splatting macht uns das echte Leben echt einfach. Und es gibt da einen tollen Befehl, der heißt Convert to Hashtable. Dem gebe ich was und konvertiert das in einen Hashtable. Und Feuer, zuerst mal hier nichts. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen contoso.com und Identity Max und damit kann ich diese Parameter übergeben. Das Ganze läuft, der GetID-User würde das hinbekommen. Problem ist natürlich, dass ich jetzt hier in meiner Client-Maschine gerade kein ID zur Hand habe und ich werde jetzt angesichts des Zeitlimits das jetzt nicht in meiner Laborumgebung tragen. Hatte ich auch ehrlich gesagt nicht vor. Machen wir hier einen zweiten und zwar haben wir jetzt hier einen weiteren Parameter. Der ist GetID-User ja nicht drin. Das ist aber schon schade. Wenn es da nur eine einfache Lösung gäbe dafür. Wie zum Beispiel ein Reference Command. So. Jetzt akzeptiert er nur noch Werte, die dann im Zielbefehl auch als Parameter vorhanden sind. Das Modul muss aber auf der Maschine, wo du das ausführst, da sein, oder? Richtig. Okay. Den Befehl muss er sehen. Er muss den Befehl nicht ausführen können. Also ich habe das jetzt hier hinbekommen, obwohl ich keine Domäne habe mit dem User. Aber er muss den Befehl parsen können für diese Information. Okay, okay. Wir können noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich will ja nicht nur den Befehl haben, sondern ich will auch einen Parameterset-Namen haben dafür. Und damit kommt jetzt hier gar nichts. Aber den hier gibt er mir. Und das ist jetzt die letzte Demo für heute, aber ich muss einfach nur kurz erwähnen, dass PS Framework Tab Completion ein ganz tolles Feature ist, das hier dynamisch Werte mit einfügen kann, was man auch für eigene Sachen verwenden kann, nicht nur für Parameterset-Namen. Auch das ist auf der Webseite dokumentiert. Und das tatsächlich gar nicht so schwierig ist, wenn man Module baut. Ja, sehr angenehme Sache. Oh, und ja, ja, stimmt, eine Sache habe ich ganz vergessen. Ein guter, schneller Abschlusseinstieg. Farben, juhu. Ja, okay, sagen wir mal, ich habe hier eine Nachricht, die ich auf den Bildschirm schreiben will.
funktioniert. Das Problem ist, das hat jetzt immer eine Einheitsfarbe und das ist ja langweilig. Message Color Transform. Also, ich gebe dem Ganzen mal einen Namen. Beim Ganzen gebe ich noch eine Farbe. Was machen wir da am besten? Ach, ein schönes Grün. Und jetzt muss ich ihm noch sagen, unter welcher Filterbedingung. Bedingung nicht erfüllt. Bedingung erfüllt. Coole Sache. Ein bisschen Spielerei musste noch sein. Spielkind. Das heißt, das kann man dann praktisch dann pro Modul dann machen. Dann wird man dann wieder richtig schön dagegen verstoßen, dass dann der User, dann würdest du dem User aber seine Umgebung wieder verfälschen. Ne? Das ist auch wieder blöd dann. Ja, ich würde es jetzt nicht als eine Best Practice überall empfehlen, aber man hat die Option, für einzelne Nachrichten das zu hinterlegen. Ja. Und seien wir ehrlich, der Benutzer kann sie auch wieder rausschmeißen, die natürlich Regeln. Ja. Und damit sich sein Farbschema ergänzen. Deswegen mussten wir die ja auch unter einem Namen registrieren, damit wir genauso halt auch Gegenzug die Option haben, das auch gezielt wieder rauszuschmeißen. Aber cool. Weil das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof für jemanden, der seine Hintergrundfarbe auf grün gestellt hat. Genau. Ja. Von daher, ja, haben wir auch da die Option. Ein bisschen Spielerei muss ja sein. So, ihr findet die ganzen Unterlagen an der Stelle, sobald ich jetzt gleich mal hier auf Commit und Push geklickt habe. Sehr gut. Und ja. Vielen Dank für die Ausdauer. Und fürs, ja, cool, dass du heute die Zeit gefunden hast, auf jeden Fall. Du weißt, wie das ist bei mir mit Gelegenheit mit meinem Spielzeug angeben. Das sorgt bei mir auf relativ wenige Hürden. Genau. Nee, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Präsentation von deinen zwei Spielzeugen auf jeden Fall. Genau, Christoph applaudiert gerade. Der Holger hat auch gesagt, er bedankt sich. Der ist leider schon ein bisschen früher rausgegangen. Gibt es denn noch Fragen an Fred, bevor wir das Ganze dann zumachen für heute? Mit eh schon 15 Minuten Verspätung. Vorsicht, ich enthalte mich. Nee, okay. Fun wie immer, vielen Dank. Von Fred kann man immer was lernen. Sehr, sehr gut. Danke, Daniel. Ja, gibt es Fragen? Wenn nicht, bleibt mir nur noch übrig, allen einen schönen Abend zu wünschen und ja, wir sehen uns ja wahrscheinlich nicht mehr, also einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr, schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Und wahrscheinlich, also wer nach Antwerpen kommt, sehen wir uns definitiv da. Ja, genau. Sehen wir uns vielleicht da. Wenn nicht, dann nicht. Aber wie gesagt, dann sehen wir uns bestimmt in einer anderen User Group Session wieder nächstes Jahr. Hallo. Genau, frohe Weihnachten. Gut, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ich beende die Aufnahme. Wer noch drin bleiben will, kann das gerne noch tun.